Dankeschön an die YouTube-Zuschauer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist der nächste Part von Coral Island. Heute ein langer Part. Also schnappt euch gute Getränke, schnappt euch Snacks, kuschelt euch auf die Couch oder ins Bett, macht den Stream an, und also das Video an, und entspannt. Das wird heute ein langes Video. So, wir gehen rein. Wir haben vorletztes Mal einen Hund adoptiert, und ich habe jetzt eine Info bekommen bezüglich des Hundes. Und das möchte ich euch kurz sagen. Und zwar haben wir ja hier Nacho. Und mir wurde gesagt, dass der die ersten Tage und Wochen in der Wohnung sein wird. Und irgendwann geht er von selber raus. Und das ist cute. Und ich hoffe, dass das bald so ist. Aber irgendwie funktioniert der Bell-Sound immer noch nicht. Habe ich denn hier irgendwas ausgemacht? Hier, Spielzeitgeschwindigkeit 50%. Nein. Nein, ist alles auf 5. Okay. Sollte also passen. Gut. Hallo Yuki. Hallo Lilly. Hi. Ja, und wir werden heute, also was ich mir vorgenommen habe, definitiv mal die Küche ausprobieren und sehr viel mit Surya sprechen und rausfinden, was er denn so gerne mag. Und dann haben wir auch noch das Halloween-Event, das wahrscheinlich auch in diesem Video sein wird. Weil das ist in ein paar Tagen, ich glaube in 5, am 28. oder so ist das. Und da würde ich auch gerne reinsehen. Und kann man das hier reinpacken? Nein. Okay, dann machen wir die Jackfrucht hier rein. Und da machen wir die rein. Wir müssen natürlich ganz viel einmachen, um ganz viel Geld zu bekommen. Und wir haben ja auch noch unsere Chickens. Hallo! Elisa! Ich möchte dich streicheln. Elisa sieht okay aus. Und ich möchte auch einen Stall bauen und endlich ein paar Kühe und so haben. Das wäre auch toll. So. Aber jetzt gehen wir erstmal mal hier gucken, ob hier alles beim Rechten ist. Ja, ich vergesse das Gießen leider. Guck mal, der ist jetzt noch ganz klein, der Baum. Ha, Mist. Das ist natürlich doof. So. Packen wir hier mal alles rein. Ich hätte hier Fischtacos. Surya würden doch sicher Fischtacos schmecken, oder? Was meint ihr? Was hast du dir da geholt, Meeresprinz, für ein Lego-Set? Wir sprechen nämlich gerade im Chat über Lego. Ihr könnt mir ja gerne, liebe YouTube-Zuschauer, auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch gerne Lego spielt. Also Lego spielt, Lego baut. Und spielt. Ist ja klar. Weil ich mir da dieses Hobby gerade angeeignet habe und ich gerade die Harry Potter Serie richtig, richtig cool finde. Und wow, da fahren heute viele Autos. Ich glaube, ich mache das Fenster wieder zu, Leute. Es ist sowieso viel zu kalt. Die kommen gerade alle von der Arbeit nach Hause. Schätze ich mal. Ja, ja. So. Ich guck mal in die Schneiderei, da müsste ja Surya auch irgendwo in der Nähe sein. Er ist ja der Sohn von den Schneider, ich sag immer Schneider. Ich meine natürlich in die Schreinerei. Oh nein. Fail. Jedes Mal wieder aufs Neue. Lego Star Wars, auch richtig cool. Einkaufen. Nein, nicht einkaufen. Schreiner. Was macht der? Ah ja, Scheune. Die brauchen wir. Holz, Stein, Bronze, Faser. Easy. Und wie viel Geld? 3000. Easy. Kriegen wir hin. Easy cheesy. Mühle. Getreide verarbeiten. Insektenhotel. Wie cool. Wir brauchen ein Insektenhotel. Oh, Goldbahn. Wir kriegen ja jetzt Gold. Neuerdings. Oder? Nee. Nee, wir kriegen auch gar kein Gold. Silber. Aber wir kriegen Gold. Seetang. Ja. Genau. Holz, Stein, Bronzebahn, Fasern. Chat, merkt euch das. Bitte. Ich kann mir das leider nicht selber merken. So. Dann gucken wir mal, wo Surya gerade ist. Der ist ja nicht zu Hause. Surya. Ich guck mal. So, da bin ich schneller. Weil man kann die Leben auch suchen. Weil ich finde die nie. So. NPC suchen. Er ist in links. Ah, er ist bei der Arbeit noch. Okay.
In Links Labor. Da muss ich eh auch vorbeischauen. Ich will nämlich wieder was verbessern. Und ich weiß aber noch nicht, was das nächste ist. Also, ich denke mal, was mit Bronze-Setang-Essenz. Noch nicht Silber. Oh, Labor ist hier. So, und dann bringen wir ihm sein Mittagessen. Bringen wir ihm seine Fischtacos. So, hier. Oh, was haben wir hier Neues? Achso, ich habe ein Fossil mit. Zufällig gerade. Ein Beinchen haben wir gefunden. Gerät entwickeln. Ja, das brauche ich gerade noch nicht so. Produktqualität, das ist es. Okay, die drei habe ich schon gemacht. Das noch nicht. Aber brauche ich unbedingt das Heu? Verbessert? Was bringt mir das? Ah, tierische Produkte von höherer Qualität. Ja klar, dann sind die Eier bessere Qualität, dann sind natürlich auch die Mayonnaisen und was man dann aus Milch später machen kann, wahrscheinlich Joghurt oder so, auch besser. Aber Silber-Setang-Essenz und so wäre auch schon cool. Okay, wir brauchen einfach Silber-Setang, Bronze-Setang. Ja, gut, gut, gut. Ich weiß Bescheid. So, ja, hallo. Na, wie geht's bei der Arbeit? In Zukunft möchte ich mehr wissenschaftliche Artikel oder sogar ein Buch für meine Forschungsergebnisse veröffentlichen. Oh, er ist schon ein richtiger Wissenschaftler. Guck mal, du kriegst jetzt Tacos. Du bist sehr gütig, danke. Oh, er ist voll rot, voll süß. Da werde ich auch rot. So, reden wir noch mit Link. Es ist traurig zu sehen, wie viel Müll es auf See gibt, nicht wahr? Es ist bedauerlich. Ja, aber es wird besser. Es wird besser. Wir sind dabei. Nightbot sieht man nicht mehr, oder? Wenn er reinschreibt auf dem Screen. Ich hoffe nicht. Oder hat man den gerade noch gesehen? Guck mal, sogar hier ist Deko fürs Halloween-Event. Süß. Oh, sie haben auch gerade offen. Sehr gut, ich brauche nämlich noch... Nee, sieht man nicht, glaube ich. Okay. Doch, man sieht's. Gerade den Moment einfach, Lilly. Ja, okay, es tut mir leid, YouTube-Zuschauer, dass ihr den Nightbot noch seht. Ich habe eigentlich, ich probiere es jedes Mal wieder aus, dass ich es ihm verbiete, aber es funktioniert anscheinend nicht. Er will es nicht akzeptieren. Dann muss ich den Nightbot einfach abschaffen. Ist ein Nightbot. Entweder abschaffen oder du bist brav. Ich hoffe, er hat mich verstanden. Okay, einkaufen. Ich brauche etwas, was schnell wächst. Ich habe nicht mehr viele Tage. Hier, 6 Tage. Okay, 5 Tage. Bis zum 28. Der Monat geht bis zu... Geht er bis zum 30.? Oh Mist, ich weiß es nicht. Notfalls spiele ich Nightbot. Nein, alles gut, Leonie. Ich kann die Arbeit auch an Stream Elements übergeben. Der ist brav, der Bot. So, Kalender. Es geht bis zum 28. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ich das heute noch pflanze, müsste ich es noch ernten können. Also die Basilikums. Basilikumsen. Basilikum. Ein Basilikum, viele Basilikum. Basilikum. Kann ich dann noch ernten? Ist aber trotzdem ein bisschen kritisch. Bisschen. Weil wir riskieren das jetzt. Weil alle freien Felder tun natürlich immer weh, wenn da nichts wächst. So, ich kaufe mal 30. Oh, da waren es dann 31. Warte, hat er noch einen Baum, den ich noch nicht habe für den Winter? Sommerherbst, Sommerherbst, Sommerherbst. Er hat generell noch keinen Winterherbst. Das ist immer bei den Events, könnt ihr dann schon für die nächste Jahreszeit Samen kaufen, bei ihm nicht. Das ist richtig nervig. Weil ich habe nämlich schon Herbst-Winter, die Herbst-Winter-Saison haben, Bäume gekauft. Bäumesamen. Baumsamen. Und ich glaube ja, jetzt im Winter werde ich nicht recht viel anbauen können. Beziehungsweise eigentlich gar nichts, oder? Das werde ich erfahren, ich weiß es ja noch nicht. Das ist mein erster Winter hier in Coral Island. Wenn man auf den Link von deinem Lifestyle-YouTube-Kanal klickt, kommt nur eine Fehlermeldung.
Echt? Ach ja, das hast du mir schon mal gesagt. Ja, weil der Ed drin steht. Hä? Nein, weil der Ed nicht stimmt. Der Ed stimmt gar nicht. Ich kriege auch eine Fehlermeldung. Ja, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich den Nightbot eh abschaffen. Bei mir geht's. Bist du dir sicher, Leonie? Es geht nicht mal bei mir. Jasminalu! So, hier, guck, die ganzen freien Felder, die tun natürlich weh. Ach so, ja. Leonie, sie meinte das mit dem Nightbot. Wenn der Nightbot Living Dodo verlinkt. Da kommt eventuell tatsächlich beim Video auf Living Dodo. Es muss doch noch fertig geschnitten werden. Hihi. Was habe ich verpasst? Wie Nightbot abschafft? Ja, Nightbot wird abgeschafft. Nee, Nightbot verhält sich nicht gut. Deswegen muss Nightbot abgeschafft werden. Aber der Job wird von Stream Elements übernommen. Deswegen ist es gar nicht schlimm. So, dann packen wir hier die Basilikum-Samen rein. Und hier wilde Samen. Weil, ich weiß ja noch nicht, vielleicht geht's im Winter, vielleicht aber auch nicht. Wir werden es erfahren. Und hier verkaufen wir unser Zeug. Das Ei vielleicht nicht, da könnten wir Mayonnaise draus machen. So, guck mal hier, schön. Ja. Ist noch in Bearbeitung. Ja, guck, die Mayonnaise ist jetzt normale Qualität, also die hat nichts Besonderes. Klar. Ist ja klar. So, Tiermedizin, habt ihr gesagt, soll ich mir besorgen für meine Hühner, damit es denen gut geht. Im Winter. Wollt ihr jetzt eher auch ein Temperaturgerät auch drin haben? Das heißt, das heizt ihn ein bisschen auf dann im Winter. Den kleinen goldigen Tieren. Oh, die gehen um 3 schon nach Hause. Ist denen schon kalt? Um 3 Uhr. Es ist Herbst. Kann gut sein, dass denen kalt ist. So, ich gucke jetzt noch, ob ich gleich den Stall bauen kann. Weil die brauchen ja auch immer so lang. Dafür brauchen wir Holz, Stein. Oder? Oder? Ich habe nicht genug Stein. Ich habe auch nicht genug Holz. Also wenn das Einzige ist, dann wird es nichts. Okay, hier ist noch was. Aber nicht genug Stein. Gerade so nicht. Ich glaube, 100 waren es. Ich brauche Bronze. Hier habe ich auch Fischtacos. Guck mal. Wahnsinn. Und wilde Samen. Was tun die denn hier? Schon wieder alles durcheinander. Alles durcheinander hier. So. Naja, gut, dann machen wir noch einen Abstecher in die Mine. Und bauen dann morgen einen Stall. Oh, Pablo, du hast mich erschrocken. Am letzten Tag des Herbstes haben wir am meisten zu tun. Raphael und ich stellen die Winterdekoration in der Stadt auf. So sieht es gleich viel festlicher aus. Oh, ich freue mich drauf auf die Winterdekoration. Das bringt ein bisschen Farbe in den schlichten weißen Schnee. Ja, ich freue mich drauf. Oh, auf das freue ich mich wirklich. Also, ich freue mich ja selten auf Schnee in so Farming-Games und so. Aber wenn man das erste Mal sieht, ist es noch so aufregend. Wisst ihr, was ich meine? Da ist es noch so spannend, wie wird es aussehen. Ich freue mich drauf. So. Hier kriegen wir sicher genug Stein. Und vielleicht schaffen wir es zu Level 20 runter. Und da hinten sehe ich schon eine Silberader. Das ist sehr, sehr cool. Genau das, was wir brauchen. Oh nee, da ist schon wieder so eine Wespe. Oh, sie regt mich so auf. Ich hasse sie. Oh, ich krieg schon wieder Gänsehaut. Puh.
Wer hasst Wespen auch noch so sehr wie ich? Uiuiuiui. Habe ich euch die Horrorstory aus Amerika mit der Wespe schon erzählt? Chat? Habe ich euch die schon erzählt? Oh, sie sticht mich! Oh. Ich freue mich auch schon wieder. Nee, aber ich freue mich schon auf den Sommer. Auf Winterdekoration ja, aber ich bin auch froh, wenn es jetzt einmal vorbei ist mit dem Dunkelsein. Ich meine, Lichterketten und so sind immer toll. Immer mega schön. Aber ich freue mich einfach so, dass man jetzt schon spürt, dass es abends ein bisschen länger hell bleibt. Dass es um 5 Uhr noch so ein bisschen hell draußen ist und nicht stockfinster. Ich wurde von einer Wespe hinter meinem Ohr gestochen. Oh nein, aua. Also, ich erzähle euch jetzt, ob ihr wollt oder nicht, die Horrorstory von Amerika. Und zwar waren wir da im Grand Canyon. Und im Grand Canyon gibt es eine Wespe. Die ist bekannt dafür, wenn sie dich sticht, hast du die Schmerzen aus der Hölle. Du kannst dann nicht mehr klar denken. Du kannst dich auch nicht mehr richtig bewegen. Und du kannst wirklich an nichts anderes denken wie an den Schmerz. Einfach Schmerz, 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 ne? Also richtig, richtig schlimm. Und das ist so ein Nervengift. Das bedeutet, das vergeht auch wieder und dann hast du auch keine bleibenden Schäden oder so. Aber du hast die Schmerzen aus der Hölle. Und ich habe sowieso schon Angst vor Wespen, ne? Und dann dachte ich mir, okay, wenn wir die sehen, dann hauen wir ab. So, und im Grand Canyon ist es so, da fährt man mit so einem Besucherbus die Straße hoch und kann dann bei den Haltestellen aussteigen. Da kann man nicht mit dem Auto selber fahren, da muss man wirklich mit dem Bus fahren. Und ja, wir sind halt an jeder Haltestelle mal kurz ausgestiegen, haben uns die Umgebung angeguckt und dann sind wir auch wieder weitergefahren. Und irgendwann steigen wir bei einer Haltestelle aus und gehen halt so zu dem Aussichtsturm hin und alles voll schön. Da war dann auch ein Fotograf, der gerade irgendwie ein Timelapse oder so gemacht hat. Weil es da auch noch morgens war. Wahrscheinlich hat er den Sonnenaufgang gefilmt oder aufgenommen. Und der steht halt da mit seiner Stativkamera und wir gucken halt so, was der da gerade so macht. Und gucken uns die Aussicht an und hinter uns war so ein Busch. Und ich habe mich da mal kurz umgedreht, weil ich hinter mir sowas gehört habe und gucke auf diesen Busch und sehe, dass da ein riesen Wespennest drinnen ist. Ja, und ich dachte mir halt kurz mal nichts dabei. Ich dachte mir so, okay, Wespen, eklig, weg, bevor uns eine sticht. Und dann guckt Daniel so genauer hin und sagt, oh mein Gott, Sassy, das ist das Wespennest. Und das war genau diese eine Wespenart. Die sind so, ich glaube, blau. Ich glaube, die haben so einen blauen Hintern. Ich bin gerade nicht sicher. Irgendwie eine markante Farbe haben die. Und die sind auch riesig. Und ja, es war genau das Wespennest. Und wir standen daneben. Also wie so, da ist der Busch und da stehen wir. Und wir so, oh mein Gott, lass uns abhauen. Schnell, bevor es noch eine sticht und eine anfliegt. Ja, und dann sind wir halt sofort wieder gegangen. Aber das war's noch nicht, Leute. Das war's noch nicht. Wir waren schon froh, als wir weg waren. Es kam dann auch ziemlich schnell ein Bus. Und dann sind wir schnell eingestiegen. Ich habe mich hingesetzt. Ich war richtig außer Atem, weil ich einfach nur gehofft habe, bitte sticht uns keiner, weil wir mussten an dem Tag auch mit unserem Auto wieder weiterfahren. Das heißt, wenn jemand von uns gestochen worden wäre, wäre das richtig doof für unseren Roadtrip gewesen. Ja, und dann steigen wir halt so in den Bus ein und die Frau, also das war eine Busfahrerin, hat die Tür noch offen gelassen, bis sie weitergefahren ist. Und natürlich musste eine einzige Wespe von diesem Wespennest in den Bus reinfliegen, gerade bevor die Busfahrerin den Bus schließen konnte. Natürlich! War doch klar, oder? Dann hatten wir so eine Killerwespe im Bus. Und
das Witzige war, da waren schon ein paar Leute im Bus drinnen, die haben das null gepeilt. Die wussten wahrscheinlich auch nicht über die Wespe Bescheid. Die wussten, die hatten keine Ahnung, haben sich wahrscheinlich nicht informiert, waren alles Touristen. Und ich bin dann so panisch aufgestanden und habe immer so viel Abstand genommen von der Wespe, wie es nur ging. Ich hatte volle Panik. Ich weiß, es ist ein bisschen übertrieben, man musste nur ruhig sein, sagt ja jeder. Haha, ich wurde schon mal von der Wespe gestochen, weil ich ruhig geblieben bin. Aber ich hatte halt Panik. Direkt beim nächsten Halt natürlich raus aus dem Bus und auf mein Leben klarkommen. Ne? Wir wurden nicht gestochen. Ne? Also wir hatten echt Glück. Es wäre halt richtig doof gewesen auch, weil wir dann mit dem Auto schwer weiterfahren konnten. Ich kann kein Deutsch mehr. Wir hätten nicht weiterfahren können an dem Tag, was natürlich blöd gewesen wäre. Das war die Wespen-Horror-Story aus Amerika. Ja, ja. Daniel wurde ja von der Wespe gestochen, zum Glück von der normalen. Ein paar Tage später dann, glaube ich, war das. Wurde er tatsächlich gestochen, aber von der normalen Wespe. Die arme Person, die gestochen wurde. Ich weiß nicht, ob jemand gestochen worden ist. Ich kann es nicht sagen. Wir sind, wie gesagt, direkt dann ausgestiegen, weil ich so Panik hatte. Also bei der nächsten Haltestelle direkt raus. Oh, mit der Klapperschlange? Sehr gefährlich. Hast du die gesehen, die Klapperschlange? Also ich hätte gerne eine Klapperschlange gesehen. Natürlich auch nicht... Will ich auch nicht davon gebissen werden, aber hast du sie gesehen? Erzähl mal, Meeresprinz. Ich hätte da auch voll Angst, dass die Wespe mich sticht. Ja, vor allem, weil du ja... Also ich hab... Wir beide haben gewusst, was uns erwartet, wenn sie jetzt sticht. Normalerweise normale Wespen nicht so tragisch. Es halt tut ein bisschen weh und kann anschwellen und hoffentlich tut es nicht anschwellen. Und hoffentlich ist es auch nicht an der blöden Stelle. Aber die Schmerzen sind aushaltbar. Aber bei der wussten wir halt, okay, wenn die uns jetzt sticht, der Tag ist vorbei. Wahrscheinlich wäre sogar der Roadtrip vorbei gewesen. Da ist schon wieder eine Wespe. Ah, ich hasse die Digger. Und meine Panik kommt ja nicht von irgendwo her. Ich hatte wirklich keine Angst vor Wespen früher. Aber als mich wirklich eine auf meinem Handrücken gestochen hat, während ich ganz ruhig da gesessen habe und darauf gewartet habe, bis sie einfach wegfliegt, hat sie mich einfach gestochen. Und seitdem ist diese Panik da. Also diese eine Wespe hat es echt versaut für alle anderen. Wespen, Hornissen, Ameisen, alles gruselig. Ich kenne tatsächlich jemanden, der hat von nichts Angst. Vor Spinnen nicht, vor Schlangen nicht. Vor Wespen nicht, vor Bienen nicht. Also Bienen, vor Bienen habe ich auch keine Angst. Vor Hornissen nicht, aber vor Ameisen. Diese Person hat keine Angst, aber... Also vor keinen Insekten, außer vor Ameisen. Ich habe keine Angst vor Ameisen. Bei uns quicken alle Mädchen in der Klasse, wenn eine Wespe in unser Klassenzimmer reingeflogen kommt. Ja, Leon, du musst aber verstehen, es ist eine berechtigte Angst. Weil guck mal, sticht dich die Wespe hier in den Hals, ist es nicht unwahrscheinlich, dass du daran stirbst. Also wirklich, das ist häufig schon passiert. Und gerade früher, wo es noch keine Antiallergikums-Injektionen gab, also eine Wespe ist nicht ungefährlich. Und ich verstehe die Angst für ein Mädchen. Natürlich, so ein Stich ist nie schön. Schaffen wir es noch in die 20, bitte? Bevor wir hier umkippen? Das wäre schon schön. Ich bin viel im Wald. Kann ich verstehen. Bei Amazon renne ich. Ich bin viel im Wald. Ja. Ja, ich meine, wenn die einen dann auch mit ihren, warte mal, beißen Ameisen? Bei mir wurde immer früher gesagt, sie pinkeln dich an. Aber beißen die, oder? Die beißen doch. Gerade Feuerameisen ist auch nicht ganz lustig.
sind gewandert und plötzlich haben wir es rasselnd hören und unser Guide hat sofort Alarm geschlagen. Ich habe mich dann etwas genauer umgesehen und da lag sie direkt vor mir in einem Busch. Sie lag direkt vor meinem Fuß, aber sie hat mich nur angeschaut und dann unter Holz gekrochen. Oh, da hattest du Glück. Der Guide sagte, das hatte ich mega Schutzengel. Ja, also du weißt halt, du kannst halt nie sagen, wie denken die Tiere. Weil so im Affekt, natürlich greift sie an, um sich selbst zu schützen. Sie weiß ja, wie stark sie ist, wie stark sie sein kann. Und das ist echt gerade, hattest du mega, mega Glück, dass sie da lieber abgehauen ist. Vor allem, wenn sie schon rasselt, wenn eine Klapperschlange schon rasselt, dann hat sie schon Alarm geschlagen. Dann hat sie schon so, hey, Dude, hau ab hier. Das ist mein Revier. Mein Bruder wurde auch in den Hals gestochen, als er ganz klein war. Der Hals ist auch mega angeschwollen. Meine Eltern mussten ihn mit ihm ins Krankenhaus. Ja. Seitdem hat er auch mega Panik verwesten. Ja, das war eine Nahtoderfahrung, die er gemacht hat, ganz klar. Also du hast nicht, deine Luftröhre ist nicht so groß. Wenn da ein bisschen was anschwillt und dann die zusammengedrückt wird, kriegst du keine Luft mehr. Das ist halt dann wirklich Alarm. Aber richtig, richtig schön zu hören, dass ihm nichts passiert ist und dass es ihm gut geht. Ameisen können pinkeln und beißen. Ach echt? Beiß? Boah, das ist ja dann doppelter Angriff. Es war auf jeden Fall eine Texas-Klapperschlange und die sind eigentlich sehr aggressiv, sagt der Guide. Boah ja, da hattest du echt Glück. Vielleicht war sie halt schon eine ältere Schlange oder so, die vielleicht schon mehr Erfahrung auch mit Menschen gemacht hat. Könnte ja sein, weil so junge Schlangen, beziehungsweise ist es bei Bären ja auch so, ganz junge Bären greifen halt wirklich lieber an. Die sind halt neugierig. Vielleicht hattest du eine ältere Schlange, die schon nicht mal ganz so neugierig ist und schon ein bisschen entspannter in solchen Situationen. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Ey, wir haben es geschafft, Level 20. Ist ja bei Menschen auch so, ne? Junge Menschen, im Affekt greifen sie lieber an, als ruhig zu bleiben, ne? Ist halt wirklich so. Bernsteinschildring. Das hört sich interessant an. Oh, es ist spät. Wir müssen nach Hause. Ja, Eingang. Können Menschen auch was pinkeln und beißen? Ja. Das ist dann die Pubertät. Mhm. Genau das ist es. Ey, wir sind jetzt hier in der Mine auch schon weitergekommen. Das habe ich gar nicht geplant, aber wir brauchten halt die Steine. Die Steine waren wichtig. Und jetzt geht's ab ins Bett. Oh, das hole ich mir noch. Oh, nein. So. Oh, Fossil! Boah. Hab ja direkt Glück. Genau das. Ja. Menschen pinkeln und beißen auch gerne. Das habe ich mir auch mal sagen lassen. Preisebären, kommt mit. Oh nee, wir brauchen noch mehr. Preisebären, noch mehr Preisebären. Das ist halt praktisch, dieses Staudengewächs hier. It's getting late. Ja, ja, ich gehe schon ins Bett. Alles gut. Ja, Konfitüre, alles gut. Ach so, ich habe keinen Platz mehr. So, alles verkaufen hier. Drachenfrucht. Preisebär und noch die Jackfrucht. Was kriegen wir denn für die Jackfrucht? Weiß ich noch gar nicht. Oh, die Pilzi. Hier. Wo soll ich den Pilz nicht behalten? Und die Mayonnaise auch für die Küche? Warte, das behalte ich mir mal eben. Gibt es zufällig noch jemand, bei dem Pavy heute nicht geht? Das ist sicher wahrscheinlich, Jasmin, dass es bis sehr vielen nicht geht, weil die ja heute das große Update rausbringen oder morgen. Heute oder morgen. Und da kann es natürlich vorkommen, dass die da richtig Probleme haben mit den Servern. Beziehungsweise vielleicht ist es heute rausgekommen, so viele Leute spielen, dass man nicht mehr reinkommt, weil die Server überlastet sind. Das ist auch sehr wahrscheinlich sogar. Die bringen ja den neuen Machi-Markt raus. Oder wie man den nennt.
Update bis 19 Uhr mindestens. Okay, ja. Dann geht's gerade bei allen nicht. Oh, hallo, er liegt im Bettchen. Nacho, hi, guten Morgen. So. Wir haben ja noch fast keine Rezepte. Wie kriegt man denn die? Reis, beliebiger Fisch. Hier Spiegelei. Dörrinsekt. Steinsuppe. Also die Steinsuppe verstehe ich bis heute nicht. Warum packt man den Stein rein? Quatrix, hallo! Hallo! Boah, zwei schon wieder. Hallo, Quatrix! Dankeschön für deinen Sub, für deinen Prime-Sub. Vielen, vielen Dank. Und wie geht's dir? Gesundheit! Oh, ihr Süßen, Dankeschön. Einwohner von Starlet Town, komm bei Pfanne und Stiel vorbei und sieh dir unsere Küchengeräte an. Jedes davon hilft dir, verschiedene Gerichte zuzubereiten. Verfeinere deine Kochkünste und verbreite deinen kulinarischen Horizont. Alles klar, die wollen mir schon wieder ihre Sachen andrehen. Ich weiß Bescheid. Oh, die Preiselbeeren sind heute ready. Sehr schön. So. Guckt euch das mal an. Hat heute die Schreinerei offen? Ja, um 9 bis 17 Uhr. Very good. Dann werden wir da vorbeischauen. Hier, wir haben sogar 8 von denen. Vielleicht stellen wir zur Sicherheit noch was her. Warte, das ist nicht die Mine. Das ist die Mine. Selber Erz auch richtig viel schon, ne? Also das ist ja krass. So, dann gehen wir vielleicht auch da vorbei. Beim Museum auf alle Fälle. Warte, wir brauchen... Chat, habt ihr es euch gemerkt? Holz, Stein, Bronzebarren, Fasern? Und war da noch was für den Stall? Fasern? Warum sind hier Eier? Marmortruhe. Das muss ich ja alles zum Schmied bringen. War da noch was? Kann leider nicht eher wegen Arbeit. Alles gut, Quatrix, alles gut. Schön, dass du jetzt da bist. Die bekommt man entweder geschenkt oder man kann sie auch auf gut Glück kochen und das Rezept wird dann gespeichert. Ah, Ivy, danke dir. Silberbarren, glaube ich, war es noch. Schon? Ja, ich meine, ich nehme halt welche mit. Ich weiß es gar nicht. Für den Stall? Hab mir nichts gemerkt. Jasmin! Man braucht aber erst diese kochenden Seelen, um kochen zu können. Alles klar. Also ein paar Sachen kann ich ja schon kochen, oder? Oder war das auch nur so, ja, du hast zwar das Rezept, aber kochen kannst du noch nicht. Das kann gut sein. So. Boah, ich wäre versucht, eher vorher schon hochzugehen zum Schmied, bevor ich hier überhaupt abernte. Jetzt gucken wir mal wegen dem Ring. Ich glaube, der ist nämlich besser. Der Temporing erhöht das Werkzeugnutzungstempo. Achso, ich kenne sogar zwei. Na dann. Geringe Chance, Schaden komplett zu blocken. Das ist cool. Wie kann man denn blocken? Also der blockt wahrscheinlich automatisch, hoffentlich. Denke ich mal. Hoffentlich. So, dann packen wir hier ein bisschen Erz rein. So. Perfekt. Ich brauche da auch unbedingt eine Steintruhe oder ich packe die einfach rüber. Warte, ich kann doch die, da ist ja nichts drin. Oh, da ist doch was drin. Da ist nichts drin. Genau, irgendeine war's. Ah, nein! So, hier. Die packe ich einfach darüber. Und da macht sie einfach mehr Sinn, wenn hier eine steht. So. Da.
So. Macht mehr Sinn. Jetzt kann ich in Ruhe abernten. Yay. Wird wahrscheinlich die letzte Ernte sein. Höchstwahrscheinlich. Schade. Also von den Preiselbeeren jetzt hier. Ich denke, die brauchen 5 Tage, oder? Nicht 4. Oh, Weizen ist auch fertig. Guckt, da ist schon alles voll. Gerste, sorry. Natürlich. Natürlich war es Gerste. Pff, was dachtet ihr denn? Leonie, hallo. Bist du wieder da? Du musst auch einen Baum gießen. Lilly, danke schön. Die da oben habe ich eh schon. Die habe ich schon gelassen. Ich bin zu faul. Elisa, hallo, wie geht's dir heute? Ja, sie liebt mich. Sehr schön. Elisa hat heute kein Ei gelegt. Aber ich glaube, bei Enten ist es ja alle 2 Tage. Bei Hühner jeden Tag. So. Oh, ich kann nur 3 maximal reinpacken. War gerade Essen. Ja, hat's geschmeckt. Genau so. Man braucht erst die Töpfe und Pfanne zum Kochen. Hat mich so gefreut, als ich meine Küche hatte. Und dann kam das böse Erwachen, als ich nichts kochen konnte. Oder denn unter Seele. Das ist ja voll gemein. Also das ist doch gemein. Da will man kochen und dann muss man noch mehr Geld ausgeben. Ich meine, man hat ja schon Geld ausgegeben, damit man überhaupt eine Küche hat, weil man musste ja das Haus ausbauen. Und dann kann man noch immer nicht kochen. Das ist schon gemein. Oh, 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 Eva, ich möchte mit dir reden. Heute Abend drehe ich bei mir die Heizung auf. Langsam wird es mir wirklich zu kalt. Die Zentralheizung im Gasthaus reicht einfach nicht aus. Oh, Süße. Oh nein, hier ist kalt. Boah, die Spinnen. Ich weiß, ich habe die schon gesehen, aber... Ja, ich weiß, ich habe es verkackt mit dem ersten Altar. Ich habe es verkackt. Im Sommer. Aber Herbst habe ich schon abgeschlossen. Leider, leider. Ja, ja. Ich glaube, das Labor macht ja schon um 8 auf. Dann gehe ich da zuerst hin. Ausgetrickst. Hier, Fossil. Stego. Tragisch. Ja, es ist wirklich tragisch. Ich weiß, es war richtig nervig. Es tut auch richtig weh. Also wirklich. Warum habe ich denn meinen Seetang-Essenz nicht mitgenommen? Hab ich wieder nicht dran gedacht. Eieiei. So, jetzt aber. Meine liebe Schmied... Ho, ich kann nicht mehr reden, ey. Was ist denn heute los? Meine lieben Schmiedmitarbeiter, arbeitet für mich. Arbeitet. Hier. Geode. Eine verzierte Truhe. Lehngefäß. Mysteriöse Geode. Ein Juwel. Glas, auch cool. Glas. Blaue Maske. Seetang. Optisches Glasprisma. Boah, heute richtig coole Sachen dabei. Ja, danke dir. Werkzeuge aufwerten. Mal gucken, ich kann, glaube ich, was mit... Ich kann Silbersachen machen. Ja, here you go. Ja. Ich mit diesem Krug da rumlauf. Deutsch ist aber auch schwer. Ja. Aber man sollte es wenigstens reden können, wenn es die Muttersprache ist. Naja, okay. Okay, ich habe eine kleine Ausrede. Ich muss mich ja bemühen, Hochdeutsch zu reden.
Ich würde ja nicht so im Alltag reden. Das ist ja trotzdem wieder was anderes bei mir, ne? Und manchmal versucht mein Hirn ins Mundart zu in die Mundart zu switchen. Was denn? Hallo. Hallo. Was gibt's? Zockst du auf der Xbox? Ja. Sorry. Oh Mann, sorry. Willst du Switch haben? Nein. Daniel hat gerade gefragt, ob er die Xbox haben kann, aber ich spiele auf der Xbox. Das ist tragisch, Quatrix. Ob ich hier in Animal Crossing viele versieren, die Eugen nicht mehr haben will? Verkaufen, mega viel Kohle kriegst du da. So, spenden. Ja, guck mal, ich kann richtig viel spenden. Hier, die Blamaske. Hier, hier, hier. Alles andere hat er schon. Okay. Mal gucken, wie das jetzt hier so aussieht. Oh, da fehlt noch so viel. Uff. Arme Ducke Dodo, ja. Oh nein. Nee, es ist nicht nur das Problem. Also es ist ja ein größeres Problem tatsächlich. Er könnte ja eigentlich eh auf seinem PC arbeiten. Theoretisch. Arbeiten, sage ich. Auf seinem PC zocken. Theoretisch. Aber ich musste meine Grafikkarte wechseln. Und ich habe zwar schon eine neue bestellt, aber die kam noch nicht an. Und deswegen musste mir Daniel gestern seine Grafikkarte bei mir einbauen. Und jetzt hat er keine mehr und kann nicht mehr auf seinem PC spielen. Und jetzt habe ich ihm die Xbox auch geklaut. Jetzt kann er auf der Xbox auch nicht spielen. Also richtig tragisch. Hallo und danke für den Raid. Danke, Sassyfox, für den Raid. Vielen, vielen Dank. Hi, Adi Raider. Wie geht's euch? Wie geht's? Wie steht's? Heute sind die Füchse bei mir. Hi! Ja, wie geht's euch? Guten Abend, was habt ihr denn gemacht? Wir machen Party! So, alle mal bei Sesselfuchs vorbeischauen. Das so ist im Chat oder auch nicht? Jetzt! Ihr habt gemacht Marbles on Stream. Habt ihr wieder gemurmelt? Habt ihr wieder gemurmelt? Das ist ja so cool, das Game. Ich habe das noch nie mit meinem Chat gespielt, ne? Das ist eigentlich eine Frechheit, eine absolute Frechheit. Ich muss das auch mal machen. Über Januar Kekse und Konzerte geredet und etwas Animal Crossing und Murmeln. Ja, das hört sich doch sehr, sehr cozy an. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Wir sind gerade hier in Coral Island. Wir grinden da heute richtig rein. Und ich weiß nicht, ob ihr... Habt ihr Coral Island gespielt? Haben die Füchse schon Coral Island gespielt? Ich weiß es gar nicht. Wir bauen nämlich jetzt einen Stall. Ich habe nämlich noch keinen Stall. Und ich möchte endlich Kühe und Lamas, weil die sind richtig süß in dem Game. Hi, Tobi! Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Sesse Fuchs, dass du mir deine Zuschauer vorbeischickst. Play in den Chat. Ja, ja, play in den Chat. Aber wir murmeln gerade nicht. Wir murmeln nicht. So, wir bauen jetzt eine Scheune, aber ich habe noch nicht Platz gemacht. Das ist natürlich tragisch. Ich könnte natürlich hier mit reinbauen, aber das will ich ja eigentlich nicht. Ich wäre eigentlich für hier. Das sieht das ganz süß aus. Aber dann müsste ich noch alles freischaufeln. Jetzt ruft mich auch noch meine Oma an. Was ist denn heute los? Änderung verwerfen. Ja, muss ich ja. Muss ich nochmal hier freischaufeln, alles. Muss meine Mitfahrgelegenheit erwischen. Alles klar, Sesefuchs. Viel Spaß bei was immer du heute noch vorhast. Voll cool. Und Dankeschön. Und schönen Abend wünsche ich dir noch. Vielen, vielen Dank. So, dann muss ich da nochmal nach unten gehen. Nein, das ist falsch.
Umis sind die besten. Ja, ich habe hier heute richtig, also mein Handy bimmelt in einer Tour. Es ist wirklich krass heute. Bimmelt. So, ja, guck mal da, die Kühe sind so süß. Lorenz, Hallöchen. So, dann muss ich hier wirklich ein bisschen frei machen. Dann machen wir hier dann die Kulimus und die Schafis und die Alpakaris hin. Und die nur ein bisschen hier fällen. So, klatsch, klatsch, klatsch. Bam, bam. Das sind noch kleine Bäume übrig. Die weiß natürlich nicht, dass ich streame. Also sie weiß es schon, meine Oma. Aber sie weiß nicht, wann. Und sie kapiert es auch nicht. Aber das muss sie auch nicht mehr in ihrem Alter. Das muss sie gar nicht mehr checken, was ich hier mache. Muss auch wieder abhauen. Komm, aber vielleicht später nochmal. Ansonsten bis Donnerstag. Bis Donnerstag. Donnerstag ist übrigens um 17 Uhr. Leute. Tobi, danke schön für deine 10 Bits. Vielen, vielen Dank. Danke dir, lieber Tobi. Und alles Gute beim Lernen. Ich hoffe, alles geht ganz, ganz schnell in deinem Kopf rein. So soll es nämlich sein. Alles schnell rein, damit man nicht lange lernen muss. So. Ich muss dann kurz mal rausgehen und meine Oma zurückrufen. Ich hoffe, das versteht ihr. Aber jetzt mache ich den Stall noch und dann gehe ich sie mal kurz zurückrufen. Weil ich weiß auch gar nicht, warum sie anruft, weil ich sie Sonntag eigentlich eh sehe. Deswegen möchte ich natürlich wissen, was los ist. Na klar. So. Wie viel Platz braucht man denn für so einen Stall? Reicht das? Ich glaube ja. Wo ist denn jetzt hier? Ah, Mist! Ich kann meine Steine nicht wegmachen, weil ich die Spitzhacke ja abgegeben habe. Viel Spaß dir noch beim Suchten. Dankeschön. Also, ich kann den Stein hier nicht wegmachen. Das ist natürlich jetzt belastend. Aber wir kriegen das trotzdem hin. Wir müssen es einfach rechts daneben hinstellen. Ganz klar. Einfach so. Einfach ausweichen. So, hallo, Chicken. Patricia, vielen, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen, Dodo Klo. Freut mich, dass du mit dabei bist. Steine und Holz noch weg. Ja, Steine geht nicht. So, Schreiner. Stall. Das muss sich jetzt ausgehen. So. Warum ist die Steuerung so empfindlich? So? Ich glaube, da bin ich jetzt nicht ganz hinten. Mach mal so. Ah. So. So. Stall. Ich freue mich, wir kriegen den Stall, Leute. Ich freue mich wirklich, weil dann kann ich ganz viele Kühe kaufen und Alpakas kaufen oder Lamas, je nachdem. Guck mal kurz hier vorbei. Hier, Kuh available now. Sophie, Hallöchen. Hallo, Jack. Ich will ein Tier. So. Er hat hier eine Kuh um 2500, ein Schaf um 2000 und das Pferd kann ich erst kaufen, wenn ich den Pferdestall habe. Und der kostet viel mehr. Okay, dann kann ich mal die Kuh und das Schaf kaufen. Okay, sobald ich natürlich dann den Stall habe. Klimagerät! Kann ich das nicht auch kaufen, wenn ich dann die Kühe kaufe?
Aber ja, mache ich dann. Und Medizin habe ich auch schon zu Hause, falls sonst noch was wäre. Okay, gut. Dann sieht das gut aus. Und das haue ich mir ganz kurz mal hier rein. Damit wir morgen wieder ein bisschen mehr Geld haben. Und das verkaufe ich jetzt nicht, weil damit können wir nämlich auch unsere Sachen verbessern, unsere Geräte. Aber Leute, ich werde mal ganz kurz euch den Pausenscreen reinpacken und werde meine Oma zurückrufen, bevor die dann schlafen geht. So, wir spielen ja Coral Island, falls es irgendjemand nicht mitbekommen hat. Und wo sind wir denn stehen geblieben? Wir haben einen Stall gebaut. Als wäre ich jetzt so eine Stunde weg gewesen, ne? So tue ich gerade. Hier, guck mal, den machen wir jetzt gleich mal hübsch. Warum höre ich denn nichts? Ach so, doch. Ist nur gerade keine Musik schon wieder. Klöße mit Rotkohl und Soße. Ja, Mahlzeitcheck, das hört sich jetzt sehr delikat an. Muss ich schon sagen. Ich habe heute ein Video aufgenommen und es war wieder mal so ein Fehler. Weil immer, wenn ich Videos aufnehme, also Games spiele, die mit Essen zu tun haben, kriege ich so einen Hunger. Und ich habe wieder mal nichts gegessen davor, vor der Aufnahme. Und was spielt Cersei? Ein Kebab-Simulator. Ah, ich habe so Hunger bekommen auf Döner. Und ich habe alle Zutaten für Döner zu Hause. Aber ich habe noch immer nichts gegessen. Nee, doch, ich habe eine Suppe gegessen. Liege mit starker Migräne im Bett. Sophie, dann wäre es aber besser, wenn du alle Bildschirme ausmachst und alle Lichter ausmachst und einfach, keine Ahnung, vielleicht eine Kopfmassage oder so machst bei dir selber und ganz viel trinken, vielleicht noch einen Tee vorher. Das wäre definitiv besser für dich, ne? Dass du schnell wieder fit wirst. Gute Besserung. Kuma, Hallöchen! Hiho! So, ich wollte, weil mir wird gerade schlecht. Soll ich einen Fischtaco essen oder soll ich den Soja schenken? Obwohl Soja hat sich zwar gefreut, ich esse den. Soja hat sich zwar gefreut, aber so richtig nicht. Ich muss mal kurz gucken, ob es da schon eine Favoritenliste gibt, beziehungsweise was die halt am liebsten mögen. Island? Weil das gibt es ja bei Stardew auch. Der Sam mag das und das am liebsten. Und die anderen, der Sebastian, das und das. Wie die anderen heißen, weiß ich gerade nicht. Ich habe immer nur Sam und Sebastian geromanced. Elliot gibt's auch. So. Ja. Holla, die Waldfee. Warum kommt da gleich ein Bild, wo er kein T-Shirt trägt? Kann mir das einer beantworten? Why? Okay, Family, Yoku, ja, das wissen wir ja schon. Er hat am 25. Herbst Geburtstag. Das ist ja morgen. Das ist ja morgen. Okay, Gifts. Er liebt Melonen. Wo soll ich denn jetzt eine Melone herbekommen? Pufferfisch. Er liebt Pufferfisch? Aber der Fisch an sich. Und Flower Bouquet. Okay, Flower Bouquet können wir herstellen. Flower Bouquet können wir. Er hasst Milch. Wir schenken ihm nie Milch, Leute. Er hasst Milch. Okay, aber er liebt Melonen, Pufferfisch, Herb Tempeh. Ja, da muss ich kochen können. Ich kann noch nicht kochen. Flower Bouquet. Okay, dann werden wir Flower Bouquet machen oder eine Melone. Vielleicht finde ich ja eine. Habe ich hier eine Melone? Nein. Oh, schade. Ich habe keine Melonen. Schade. Ich habe die ersten zwei Jahreszeiten, leider ein bisschen verschlafen. Elliot muss ich immer an das Munzelmonster nehmen. Ey, Matt Rabbit, ich sehe dich heute das zweite Mal. Ich habe dich heute schon bei einer anderen Streamerin gesehen. Hast gar nichts gesagt. Hast du mich gar nicht erkannt? Bin kurz mal weg, muss auch ein bisschen lernen. Lili, ich wünsche dir alles Gute beim Lernen, dass alles schnell ins Köpflein reingeht. So, gießen habt ihr noch gesagt, ne? Gießen, gießen, gießen. So, bam. Gut, wir haben hier dann ja die Kühe. Da brauchen wir ganz viel Weide, weil die Kühe brauchen Platz. Muss natürlich eh hier das ganze Gras wegmachen.
weil ja Winter kommt und ich brauche viel Futter. Futter, Futter, Futter. Ganz viel. Chat habe ich dich nicht gelesen. Nee, ich habe auch nicht in den Chat geschrieben. Ich war gerade auf der Suche nach Leuten, die ich raiden kann. Und da gucke ich einfach nur kurz 5 Minuten rein, wenn ich das mache. Und dann entscheide ich, okay, cool, den können wir mal raiden und dann follow ich, damit mir das beim Raid immer gleich oben vorgeschlagen wäre. Also damit mir die Leute dann gleich oben vorgeschlagen werden. Und da bin ich gerade einfach so ein bisschen durch Twitch durchgegangen und habe so Leute rausgesucht. Weil wir brauchen ein paar neue Raid-Kandidaten. Und da bist du mir ins Auge gestochen. Heu geht mit Dehydrator. Von Fasern, ne? Aber ich habe ja jetzt auch so viel. Guck mal. Ich habe ja jetzt alleine 141 Heu geerntet. Voll praktisch. Praktisch. So, wir stellen mal hier Steinzaun her. Ivi! Danke dir für deine 3 Monate. Vielen, vielen Dank, Ivi. Ich danke dir. Ivy Pivy ist schon 3 Monate dabei. Ich liebe das Vorlesen. Ich liebe das, dass ich das eingestellt habe. So. Machen wir hier ein hübsches Tor hin. Oh, guck, das wird doch hübsch. Hübsch wird das. So. Bam. Das kann ich ja wenigstens wegmachen. Aber ich steine gerade nicht, weil ich habe gerade meine Spitzhacke bei der Schmiede. Und da kann ich leider gerade keine Steine hacken. Hoppala. Ja, Mist. Aber das geht ja mit der Axt. So. Auch realistisch. Dass das mit der Axt geht. Na klar. Hallo, bin auch dabei. Emily, hallo. So, jetzt wird es eh schon abends. Morgen hat Surya Geburtstag. Achso, ich wollte noch eine Flower Bouquet machen. Ach, das schaffen wir morgen auch. So, hier ist jetzt eh Ende im Gelände. Mir ist es aber noch zu klein, für das, dass dann hier Kühe rumlaufen und Alpakas und Schafe. Ich glaube, ich muss hier dann noch vorbei. Also hier noch ein bisschen erweitern. Hier so rüber. Ja. Weil die brauchen schon viel Platz. Also denen will ich schon hier Raum bieten. Ivy Elements ist ein Bot, ne? Der ist automatisch, das ist kein Lebewesen, nur dass du es weißt. Wird bei ihr leider unwahrscheinlich, da eure Streamzeiten sich selten überschneiden dürften, könntet ihr aber noch 2 whispern. Du könntest definitiv, aber was selten ist, kann ja trotzdem werden. Also Streamingzeiten bleiben ja selten immer dieselben. Manchmal ändert sich das auch bei mir und bei anderen auch. Trotzdem kann ich die ja schon mal saven, ne? Wenn sie mir gefällt. Von der Art her hat sie mir auf jeden Fall gefallen. Deswegen habe ich sie auch gefollowt. So, mir ist schon schwindelig. Alles klar, ich lasse es jetzt auch mal bleiben. Hier, Harz muss ich dringend mehr Zapfhähne machen, ne? Das ist vielleicht für den Winter ganz schlau. Bin noch neu im Twitch-Game. Alles gut, alles gut. Ich wollte dich nur darauf hinweisen, dann hast du schon was gelernt. Was kriege ich denn für Ahornsirup? Spannend. Oh, Nacho. Nacho sieht heute glücklich aus. Das freut mich. So, was kann ich hier ablassen? Vielleicht das? Ja. Hier ist es so leer. Ich brauche dringend Möbel.
Sie muss sich ein bisschen nach den Kita-Zeiten richten. Ey, ist sie auch Erzieherin? Es ist krass, wie viele Streamer und YouTuber Erzieher sind. Also was ich so mitbekomme. Simfinity ist Erzieherin gewesen früher. Alpha Kevin, das sind so die zwei größten, die ich kenne, auch Erzieher gewesen. Ich Erzieher. Jetzt noch ein Erzieher. Und ich hatte noch eine Kollegin, die auch ungefähr so groß ist wie ich, die auch Erzieherin ist. Sie ist Mutter. Ah, okay, ja, das ist ja auch dasselbe. Fast. Ist ja auch fast dasselbe. Okay, ja, das verstehe ich auch. Klar. Claro. So, hier ist was fertig geworden. Schön. Die gibt es jetzt dann im Winter auch nicht mehr. Also es gibt alles nicht mehr im Winter, glaube ich, oder? Von den Anbausachen. Aber die Paprika, beziehungsweise die Chilis, die gab es nämlich im Sommer auch schon. So, gut. Heute ist Sojas Geburtstag. Wie zufällig, dass ich das jetzt nachgeguckt habe, ey. Das ist ja richtig krass. Aber gut, dass ich nachgeguckt habe. Praktisch ist das. So. Mach hier noch ganz kurz ein bisschen weiter. Zumindest die ich gerade im Inventar habe. Ich denke mal, wenn ich ihm an seinem Geburtstag ein Geschenk bringe, dann bonden wir halt richtig hart. Ich glaube, dass ich dann ein viertes Herz bekomme bei Soja. Das wäre cool. Das würde mich freuen. Dark Soul, guten Abend. So, jetzt habe ich hier wieder einen Stein im Weg. Ich glaube, so ungefähr. Und jetzt hier rüber. Ich glaube, das ist groß genug, oder? Was meint ihr? Ja. Ich glaube, das reicht an Größe. Ansonsten müssen wir es halt noch ein Stückchen vergrößern. Ich weiß ja nicht, wie viele ich mit der Zeit dann hier reinbringen darf bei einem Stall. Aber ich denke mal, es wird eine Stallvergrößerung geben. Ich denke, das kann man ausbauen. Zumindest ist es bei den meisten Games so. So. Mal gucken. Aber es sieht schon ganz gut aus. Gefällt mir. So, jetzt gehe ich kurz zu meinen Chickens. Fly Official, Hallöchen, wie geht's dir? Hey Elisa. Ihr habt Hunger, ne? Alles klar. Hier. Ganz viel Essen. Oh, danke schön für dein Follow, Fly. Vielen, vielen Dank. Was wieder los? Ich wünsche euch allen noch einen schönen Stream. Wünsche ich dir auch. Also ich wünsche einen schönen Abend, Jack. Bye. Was auch immer du machst. Schöne Zeit. So, ich habe hier auch schon zwei Herzis. Das ist sehr gut. Darf ich dein Ei? Nein, Hannah. Darf ich dein Ei aufheben? Ja, danke. Ich packe die mal eben in den Kühlschrank. Genau. Fanart ist selbstgemalte Bilder. Es ist halt speziell, das haben wir damals eingerichtet im Discord, weil mich sehr viele Leute gezeichnet haben. Also primär ist eigentlich eher so gemeint mit Fanart. Soll ich da mal ein bisschen Preiselbeerkonfitüre reinpacken? Ja, mal gucken, vielleicht kann ich da draus was machen. Stall kannst du auf 8 Plätze aufwerten. Na, guckt. Da hab ich doch den richtigen Riecher gehabt. So. Flower Bouquet. Müssen wir uns um unseren Mann kümmern. Müssen ihm Blumen bringen. Weil Melone wird nichts. So, ich kann schon eine machen. Herrlich. Okay. Ich
bring ihm ein Geburtstagsgeschenk. Ist das nicht süß von mir? Ja, es ist eigentlich schon notwendig, oder? Also, mal ehrlich. So, Preiselbeeren. Es wird jetzt schon ein bisschen doof, wenn ich im Winter nichts anbauen kann. Und ich habe ja den... Ach Mann, das Gewächshaus noch nicht freigeschaltet. Das ist schon sehr blöd. Aber was soll ich machen? Ich gehe mal kurz bei den Riesendorf vorbei. Weil ich möchte gerne ein bisschen was aufwerten. Da kann ich ja noch nicht hin teleportieren, oder? Nee. Da müssen wir ausnahmsweise mal zu Fuß gehen. Haha. Ein Kanal ist eins meiner Bilder. Oh, guck mal, das ist ja schön. Muss ich mal vorbeischauen. Ich bin halt leider so selten auf Discord und es tut mir auch voll leid. Aber alle möglichen Kanäle. Ich komme auch mit Threads nicht hinterher. Da hätte ich auch voll gerne mehr gemacht. Die Kanäle, die ich halt schaffe zu betreiben, sind Twitch, YouTube, nochmal YouTube, Instagram und TikTok. Und irgendwie... Wenn dann eins mehr dazukommt, das ist irgendwie nicht schaffbar bei mir und das tut mir auch so leid. Aber ich muss da einfach hin und wieder mal reingucken. So. Das ist ja leider so verbuggt. So. Zum Verzaubern. Was verzaubern wir denn? Hier, die Gießkanne habe ich noch gar nicht verzaubert. Ich würde lieber die Sense nochmal verzaubern. So. Extra Beute. Yeah. Hier, Chance auf keinen Energieabzug. Was ist denn besser? Das habe ich gerade neu bekommen. Chance auf keinen Energieabzug. Soll ich das auswählen? Oder extra Beute? Wird auf Dauer ziemlich viel, was man machen muss, kenne ich. Ja, vor allem, es kommt auf, das muss ich übrigens gleich posten, auf TikTok, Instagram und YouTube Short jeden Tag ein Video. Jeden Tag, bis vor kurzem auf meinem Hauptkanal auf YouTube, jeden Tag ein Video. Jetzt sind es nochmal 5 pro Woche. Wow. Auf Streaming Dodo fast jeden Tag ein Video und 3-mal die Woche Streams. Und ich vlogge nebenbei. Es ist schon krass, was das für eine Content-Flut ist, die da auf euch zukommt. Kein Energieabzug. Okay, einer hat es im Chat geschrieben. Passt. Oh nein, ich habe es weggeworfen. Oh Mann, ich bin doch so blöd. Wieso passiert mir immer sowas? Ach, Quatrix, einfach ignorieren. Einfach nicht hinsehen. Oh, oh. Guck mal, da ist eine Charlotte oder wie das heißt. Eine Feige. Ey, wieso sage ich immer Charlotte dazu? Guten Abend, Julia, Hallöchen! Immer noch geisteskrank, viel lustig, aber ich bin durch deinen Cozy Games auf YouTube gerade auf dich aufmerksam geworden. Das freut mich! Das freut mich sehr. Das ist schön. Jetzt kommt eh wieder ein News-Video. Die machen mir halt auch fast am meisten Spaß. Die News-Videos jeden Monat, wo ich dann die neuen Cozy Games fürs Monat vorstelle. Und da habe ich heute die Skripte dafür geschrieben, für das Video. Und es sind 8 richtig coole Cozy Games, die diesen Monat rauskommen, dann im Februar. 8! Die letzten Monate habe ich immer nur so 4, 5 oder so gefunden, die mich richtig gecatcht haben. Aber Februar ist stark mit 8 Games. Vor allem, es kommt raus Garden Life, a Cozy Simulator. Mua.
habe ich die Demo schon anspielen dürfen. Richtig cool. Ja, die sind am aufwendigsten mit Abstand. Ja. Weil so Anzock-Videos, da recherchiere ich halt nur das Game und dann mache ich alles spontan. Da habe ich kein Skript oder so. Aber die Recherche-Videos, das ist halt, da muss ich halt so ein Textskript schreiben. Ja. Also die sind definitiv am aufwendigsten. Aber auch irgendwie am coolsten, weil da habe ich auch mehr Cut-Arbeit. Also es ist immer mehr Arbeit, aber trotzdem, mir macht das Ergebnis dann am meisten Spaß. So ist es nämlich. So. Prost, Mad Rabbit, Prost. Hier, ich muss eh noch, das Ganze muss ich im Stream noch austrinken. Ne? Wir sind aber schon ein Stück sind wir schon weitergekommen. Oh, ich freue mich, ich bin gerade noch an Sandrock dran und danach brauche ich Ersatz. Ja! Übrigens, das wollte ich euch auch mal fragen. Ich habe nämlich auf TikTok einen Kommentar bekommen. So eine leichte Beschwerde, aber auch eine Bitte. Aber ganz lieb formuliert. Und zwar hat die Person keinen PC und keine Konsole, aber ein MacBook. Und da die meisten Games ja immer nur beschrieben wird, kommt für PC raus, hat sie sich ja gefragt, ja, welche guten Cozy-Games sind jetzt wirklich eigentlich auch für MacBook? Wer spielt denn von euch auf MacBook? Das würde mich mal interessieren. Weil es haben ja viele Leute MacBook. Aber wer jetzt im Expliziten spielt denn von euch auf Mac? Ich gucke gerade nach Surya, aber ich könnte ihn einfach auch suchen. Oh, hallo. Brie, was machst du denn hier? Abwaschen ist einfach nur lästig und es dauert ewig. Ehrlich gesagt würde ich stattdessen lieber den ganzen Tag kochen. Dafür habe ich mehr Talent. Ja, abwaschen ist echt nervig. Eine Cutscene, ich liebe sowas so sehr. Morgen, Tante. Ach, das sind gar nicht seine Eltern? Oh, süß, er gibt mir ein Küsschen. Süß. Morgen, Onkel. Der kriegt da auch ein Küsschen. Cute. Oho. Was ist denn in dich gefahren? No. Ich habe dich noch nie so glücklich gesehen. Was geht hier vor, Surya? Okay. Ich habe große Neuigkeiten für euch. Oh, was macht er denn? Veröffentlicht er jetzt ein Buch? Windows Paint kenne ich gar nicht. Elli, Hallöchen! Okay, ich habe große Neuigkeiten. Leute, Was? Oh, wow, ich bin so aufgeregt. Okay, entspannen wir uns erst einmal. Machen wir es uns bequem und nehmen wir Platz. Okay, was ist los so, ja? Ja. Ja, setz dich. Das ist eine tolle Idee. Masuya redet mit sich selber. Onkel, Tante, bitte setzt euch. Sie sitzen doch schon. Wir sitzen, Junge. Cute. Warum beruhigst du dich nicht? Okay. Ja. Oh, der Arme, was ist los mit ihm? Der Tag, auf den wir alle gewartet haben, ist endlich da. Du hast Geburtstag? Ich habe endlich gefunden, wonach ich gesucht habe. Was? Hoffentlich keine andere Frau. Meine Güte. Er hat einen besonderen Menschen gefunden. Nein! Nein. Was? Wer? Nein! Natürlich nicht. Nee, so weit sind wir ja noch gar nicht. Es muss das Labor sein, oder? Ja, es ist das Labor. Moment mal, was meinst du mit natürlich nicht? Voll gemein. Beachte ihn gar nicht, das sagt er nur so. Ist es links so, ja? Hat sie dich als Vollzeitkraft eingestellt? Lass den Boy doch reden. Nein, noch nicht. Ich weiß. Mann, lass die doch ausreden! Du hast endlich herausgefunden, was das für Wunden an deinem Hintern sind. Was?
Was? Antwortet er. Was? Nein. Oh, jetzt ist er böse. Guckt mal sein Gesicht an. Jetzt ist er böse. Was geht ihn sein Hintern an? Ich wette, das ist nur ein Geschwür. Sowas will man von seinem Onkel nicht hören, wenn man was Freudiges zu verkünden hat. Vom vielen Sitzen. Ey, lass mal. Oh nein, der Arme. Nein, das ist es nicht. Ich habe endlich eine Wohnung gefunden. Er zieht aus? Oh Gott, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich ziehe aus. Nee, zieht er weg? Oh nein. Du ziehst aus? Ja, in einer Woche. Was? Too much information über seinen Hintern, aber sowas von. Eine tolle Wohnung drüben bei der Ranch. Hä, da wohne doch ich? Er zieht 10 Meter weiter. Jack hat etwas Platz und er... Wie kannst du uns das antun? Ja, klar. Das ist immer so schmerzvoll. Soja ist wirklich alt genug auszuziehen. Und wenn Kinder sich dafür entscheiden, sie sind alt genug auszuziehen, dann soll man sie auch bitte gehen lassen. Ich weiß, für Eltern oder für Tanten, Onkeln, je nachdem, wo man gewohnt hat, Erziehungsberechtigte, ist das immer hart. Aber bitte lasst eure Kinder gehen, wenn sie alt genug sind und Verantwortung übernehmen wollen. Macht es ihnen nicht schwer. Es tut mir leid, aber ich habe das einige Male in näherer Umgebung mitbekommen, dass Kinder nicht gehen durften und Kinder nicht ausziehen durften. Und die Eltern so festgehalten haben an ihren Kindern. Und das ist sowas, regt mich auf. Sowas regt mich auf. Also Dinda, lass sie gehen. Nach allem, was wir dich getan haben. Nein, das ist auch gar nicht so gemeint. Das ist nie von Kindern so gemeint. Man möchte einfach irgendwann nicht mehr aus der Tasche von seinen Eltern oder so leben. Irgendwann will man halt für sich selber aufkommen. Und wenn man da bereit ist, ich verstehe, dass es schwer ist, aber man muss es halt zulassen. Es muss so sein. Schwer für die und kommen manchmal dann mit ausrauen, damit man nicht auszieht. Ich verstehe es, wenn man jetzt 16, 17, 18 ist, dass man da vielleicht noch nicht auszieht. Aber wenn man wirklich ein regelmäßiges Einkommen hat, sich selber schon wirklich mit Geld versorgen kann, dann muss man die gehen lassen. Ist schon fast emotionale Erpressung. In den meisten Fällen ist es auch wirklich das, emotionale Erpressung. Ja. Ich habe es wirklich schon öfters mitbekommen, dass ich jedes Mal tun mir dann die Kinder so leid, also die Kinder, die eigentlich Erwachsenen, die jungen Erwachsenen, tun mir dann so leid, weil das ist ja für die auch so ein mega Riesenschritt. Und ich kenne das ja von mir auch, als ich ausgezogen bin. Ja, ich bin erstmal in Studentenwohnung gezogen und meine Eltern haben mich noch mitfinanziert, aber ja mittlerweile nicht mehr. Und das war dann auch, wie ich gesagt habe zu meinen Eltern, so, ihr braucht mir jetzt nichts mehr beweisen, ich verdiene jetzt genug selber, ich brauche keine Unterstützung mehr für euch. Und meine Eltern waren voll klar damit, aber eben wie gesagt, in meiner näheren Umgebung ist das eben gar nicht so. Und das Ausziehen war ein Riesenproblem und ein Riesenstreit und puh, ja, das ist etwas Gutes. Ach so, ja. Oh nein, du Armer, du. Ihr habt dann mehr Platz. Platz wozu? Um zu jammern und zu klagen? Ich werde euch nicht mehr zur Last fallen. Genau das ist es. Ich werde euch nicht mehr die Freizeit wegnehmen. Und Tante Dinda, du wirst nicht mehr für mich kochen müssen. Ich weiß, es ist schwer, aber lasst ihn gehen. Und jetzt willst du mir auch noch eine meiner größten Freunde im Leben nehmen? Boah. Ich muss das überspringen, sonst werde ich richtig, richtig, richtig grantig. Für meinen eigenen Neffen zu kochen? Das war noch nie als Dauerlösung gedacht. Ich brauche meinen eigenen Platz. Ich wollte früher oder später schon immer ausziehen. Ich muss das ein bisschen schneller skippen. Boah, sie hat die Geste gemacht. Oh, wie in Deutschland sind sie. Nein, tu das nicht, bitte. Ich kann nicht mehr. Jetzt weint sie. Das ist emotionale Erpressung. Das ist emotionale Erpressung. Dinda,
Sie hätten sich wirklich im Klaren sein sollen, was da demnächst passiert. Dass er ausziehen möchte. Es weint der Boy auch noch. Wow, wo kommst du denn her? Und warum weinst du? Viele nehmen das irgendwie auch als Vorwurf, aber das ist es ja gar nicht. Das ist es eben gar nicht. Und ich meine, gerade die Eltern sind erwachsen und müssten wissen, dass irgendwann so ja dazu sich entschließt, auszuziehen. Das kommt halt mit der Zeit. Sowas ist ganz normal. Und gerade sie als Erwachsene müssten das schon kennen und wissen, dass sowas bald kommt. Und jetzt so zu reagieren, geht für mich gar nicht. Ich weine, weil alle anderen weinen. So, Archie. Leute. Na, jetzt muss ich auch weinen. Nein. Nein, jetzt weinen alle vier und ich muss auch heulen. Nein, das ist dann sein Geburtstag. Das auch noch, es ist sein Geburtstag. Oh, jetzt bin ich richtig sauer auf den. So, ich muss jetzt mit ihm reden, ich muss ihm trösten, ich gebe ihm jetzt Blumen. Er hat immerhin heute Geburtstag, Dinda, schäm dich. Überleg mal, was du da angerichtet hast. Ich verlange eine Entschuldigung. Also eine Entschuldigung an Surya natürlich. Boah, Surya arbeitet an seinem Geburtstag, schade. Obwohl er ist ja noch in der Ausbildung beziehungsweise im Studium oder so. Da ist es ja klar, da kann man sich nicht so easy frei machen. Ach Gott, der Arme. Hallo? Nein, wo ist er denn? Ich muss ihn suchen. Hier. So, ja. Mark. Ach, das steht sogar da? Liebt. Habe ich noch nicht rausgefunden, ja. Er ist im Saloon! Ach! Oh, Link, du hast mich gerade voll erschrocken. Er ist im Saloon, Leute. Wenn man Kinder bekommt, muss man auch damit rechnen, dass diese normalerweise irgendwann ausziehen werden. Ja, und vor allem, also ich als Elternteil, ich habe zwar noch keine Kinder, aber ich denke mir auch, irgendwann möchte ich vielleicht auch noch mal eine Ruhe haben. Und sie sind ja nicht für ewig weg. Du kannst sie ja besuchen, sie können herkommen, man kann sich das ausmachen. Ach, das ist ja nicht so ein Ding, oder? Wo ist denn der Saloon? Da unten, oder? Klinik? Hä? Jetzt bin ich vorbeigelaufen. Ist das doch das? Nee, da. Ist man als Elterntante und etc. nicht auch selber mal von zu Hause ausgezogen? Ja, genau. Deswegen meine ich ja, die Erwachsenen müssen es eigentlich besser wissen, dass das früher oder später kommt. Oh, an seinem Geburtstag lasse es sich gut gehen. So ist es gut. Wir arbeiten beide auf dasselbe Ziel hin, nämlich Coral Island zu unserem Zuhause zu machen. Oh, so ja. Ja, du und ich, wir wollen dasselbe. Gut. So, guck mal, ich habe eine Blume für dich. Happy Birthday, so ja. Ja, heute ist tatsächlich mein Geburtstag. Danke, Dodo. Süß. Oh, er lächelt. Ich sehe ihn gerne lächeln. Meine Kleine ist jetzt 2. Ich habe da Gott sei Dank noch Zeit, bis sie aussieht. Genieß es, wenn sie dich kuscheln möchte, wenn sie dich umarmen möchte. Dann später in der Pubertät ist es eh nicht mehr so leicht und danach eben auch nicht. Also genieß es, solange sie noch so klein ist. Und alles Gute an die Kleine. Heute ist tatsächlich mein Geburtstag, danke Dodo. Ja, er hat sich gefreut, glaube ich. Wenn mein Stipendium bei Link zu Ende ist, hoffe ich auch auf eine Vollzeitstelle hier. Daumen drücken, ich drücke dir alle Daumen, die ich irgendwie finden kann. So, ich kann hier meine Frisur ändern, das wusste ich gar nicht. Oh, ich bin bereit für eine Frisurenänderung. Oh mein Gott, ich habe vergessen, wie schön die Frisuren in Coral Island sind. Oh, wow. Okay, wow. Boah, auch die männlichen Frisuren sind voll cool. Das nenne ich mal eine Frisur. Das ist so meine Standardfrisur, gerade heute auch.
Aber ich flechte mir gerade auch richtig auf. Das ist auch voll cute. Diese Flechteteile ist voll schön. Ich glaube, ich bin irgendwie bei der hier, bei den langen Haaren. Ich mag den Zopf. Ich mag das oben vielleicht nicht ganz so. Da ist das ein bisschen schöner. Ich glaube, ich nehme das. Ich muss zwar zahlen. Ich muss zahlen. Augenbrauen wie Haare. Das geht gar nicht. Mach die. Und schön Bart mit Blumen. Es sieht schwer auf dem Kopf aus. Ja, vor allem, wenn man dann auf der Farm arbeitet. Man kann das alles ändern. Oh, oh. Ich hatte kurz Angst, dass ich nicht mehr zurückkomme. Aber ich komme zurück. Interessanter Look. So, ich kann Nase, Lippen, Augen, alles ändern? Ich finde Lippenstift ein bisschen komisch. So ein bisschen Farbe, dass es natürlicher aussieht. Ja, so. Haarfarbe ist ein bisschen dunkler, wäre auch cool. Jetzt ändern wir halt alles, weil ich zahle nur einmal. Ja, so, so ist cool. So ist perfekt. Das ist genau meine. Dann muss ich doch die Augenbrauen nochmal ändern. Die Haare, genau. Ja, bestätigen. So, ich leiste mir das jetzt heute. So, ja, geht auch zum Friseur, dann darf ich das auch. Hallo Lilientanz, grüne Haare. Grüne Haare, ja, 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 grüne Haare sind schon cool. Wir bleiben aber vorerst noch bei den braunen, weil das Grün sich dann eventuell sticht mit dem Outfit, das ich gerade anhabe. Dann müsste ich das auch noch ändern. Dann können wir mal gern grüne machen. So, Kalender. Soja hat heute Geburtstag und ja, bald ist das Fest. Da freue ich mich drauf. Aber vorher, irgendwer wollte doch diesen Pilz. Hier. Nee. Hier, der Herbstrumpetenpilz. Ben. Müssen wir Ben suchen. Person ist nicht da? Er liebt es, mit dem Auto herumzufahren. Sein Geld gibt er auf Musikfestivals aus. Ah, der ist nicht da? Das geht? NPCs können wegfahren? Ich nicht. So kann ich nicht wegfahren. Frechheit. Was eine Frechheit. Oh, ein Ben? Ja, ein Benjamin. 500 für die Frise. Ja, krass, oder? Das ist schon teuer. Eltern sollten froh sein, dass sie Zeit mit ihren Kindern verbringen können. Manche können das Glück auch und versuchen alles, aber klappt nichts. Ja, voll, guck mal, da hast du schon recht. Da ist das schon recht. Manche sind da echt arm. Ich kenne da auch ganz viele Fälle. Das ist halt heutzutage nicht selbstverständlich, sowas, so ein Glück zu haben. Das ist auf jeden Fall so. Deswegen immer dankbar sein. Immer schön dankbar sein, ne? Tarnwurzel ist so teuer. Ich behalte mir die aber jetzt als Herbstpflänzli, weil ich... Ja, eine habe ich schon. Okay, eine. Aber eine zweite ist sicher auch nicht schlecht. So, was tun wir jetzt mit dem lieben Ben, der nicht da ist? Schwierig. Schwierig, 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 der gute Ben. So, dann machen wir noch ein paar Silberbarren. Schadet auch nicht. Okay. Alles weg. Und dann gucke ich, ob ich noch Essenz habe. Aus Holzkohle, aus Schrottglas und aus Steinglas. Okay. Dann gucke ich noch, ob ich Seetang-Essenz habe. Dann
mache ich da noch eine Erweiterung im Labor gleich. Nein, nur 4. 4 silberne. Und Seetang? Sehe ich gerade auch nichts. Doch hier, 128 und 89. Was mache ich mir überhaupt Sorgen? So, wo habe ich denn das hingestellt? Waren das die? Nee. Die da oben waren das. Die Teile hier. Müsste ich ja hier auch eine Truhe hinmachen. Ich brauche Truhen. Wartet, die kriege ich hier. Nein! Ach, ich wollte keine Schrotttruhe. Naja, never mind. Die ist auch hübsch. Könnt ihr so in die Mitte stellen hier. Geht das nicht? In die Mitte? Nein. Natürlich geht's nicht. Egal, da brauche ich ja Glas für und die Seetang-Sachen. So. Es arbeitet, Leute. Mad Rabbit, nein. Würde ich nicht so sagen. In meinem Bekanntenkreis, wo es am schlimmsten war, die hatten 3 Kinder. Und was ich da... Ja, also was da der Fall war, ist der Jüngste, ne? Wenn der Jüngste dann ausziehen möchte. Das ist das Schwierigste. Anscheinend. In dem Fall zumindest. Ist es der Jüngste. Trinken nicht vergessen. Prost, Leon. Prost, Prost, Prost. So, das waren jetzt 3 große Schlücke. Guck mal, wir kommen gut voran. Wir kommen gut voran. So, dann muss ich aber später mal aufs Klo gehen. ja, Ivy, du hast recht. Die Kinder, es kann dann passieren natürlich, dass die Kinder sich dann noch mehr distanzieren. Und gerade den Eltern, ich denke mal, ja, die sind halt die Erwachseneren. Aber nein, in den Fällen dann anscheinend nicht. So, Ben, bist du jetzt mittlerweile da? Oh, ich kann nach Freundschaft? Warum ist Antonio so weit oben? Aha. Ich weiß nicht warum. Aber ja, gut. So. Ben. Der ist auch immer nicht da. Die können mich auch hassen? Ah, nee. Die Gegenstände, die er hasst. Kurz Schock bekommen. Aber nur ganz kurz. Ey, wir haben noch voll viel Energie heute. Gehen wir ins Meer. Nee, Ben. Nein, du bist nicht da. Der Ben ist nicht da. So, tauchen. Ja, wir tauchen da unten. Da haben wir jetzt eh voll viel Arbeit bei der tieferen Stelle. Weil wir haben ja letztes Mal... Ja, da ist auch schon die Krabbe, die ich brauche. Wir haben ja letztes Mal das Dorf von den Meermenschen gefunden. Eine sexy Garnele. Genau, die brauche ich. Genau, die war's. Die sexy Garnele. Ich glaube, darüber ging es, ne? Ja. Ben sieht aus wie ein Surferboy. Er ist ein Surferboy. Ich glaube, den haben wir schon mal erwischt unten. Und er geht gern auf Musikfestivals. Oh, noch eine sexy Garnele. Warte, ich brauche die. So. Wunderbar. Boah, ich muss unbedingt die Sichel auch so schnell wie möglich verbessern mit meinem Silbererz. Da habe ich ja jetzt eh voll viele Barren.
Aber ich brauche dann auch die Kohle und im Winter wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Da müssen wir halt mit Insekten dann arbeiten. Oder mit Kochen. Wenn wir Insekten kochen. Bringt das viel Geld? Wisst ihr das? Was hast du die Tage so gemacht? Gearbeitet. Ja, gestern habe ich Geburtstag gefeiert. Also ich nicht, aber einen anderen Geburtstag. Und das war schön. Ich war gestern in der Therme. Das war nicht ganz so schön. Wir werden in diese Therme nicht mehr fahren. Aber es war okay. Es war okay. Ich habe sehr viel Torte gegessen. Und sehr viel gearbeitet. Also bei mir ist es ja wirklich immer so, bei mir fängt am Sonntag die Woche an, wenn ich dann streame. Also bei mir ist der Sonntag der Montag. Und mein Wochenende ist der Samstag. Und gestern war halt auch noch so ein Wochenendtag und das war mal schön. Hast du mir Torte mitgebracht? Ich habe die Torte eingefroren. Also kann ich sie jederzeit auftauen. Weil ich konnte nicht mehr so viel Torte essen. Wieso in der Therme passiert? Nee, es ist nichts passiert, aber mir war das Wasser dort viel zu kalt. Und es hat für den Preis nicht das hergegeben, was ich mir so gewünscht hätte von der Therme. Ich mag zwar Saunen nicht so, aber ich liebe es, in so einem warmen Sprudelbecken zu liegen. Ich bin ganz ehrlich, es ist einfach so wohlig warm. Und ich liebe das einfach. Da könnte ich wirklich stundenlang... Too much information, Leute. Aber es ist einfach angenehm und entspannend. Und mir war einfach das Wasser viel zu kalt. Und die hatten genau 2 Sprudelbecken. Und in den einen, es war nicht wirklich warm, aber es war halt das Wärmste, was man dort kriegen konnte. Da haben sich alle Leute reingequetscht. Und ich hasse es, wenn mich Leute berühren. Und gerade im Wasser hasse ich es noch mehr, wenn mich Leute berühren. Und mich haben dort sehr viele Leute berührt. Weil sich alle so reingequetscht haben. Und das zweite Sprudelbecken wurde nicht beheizt, obwohl das im Innenraum war. Und das ist eine Therme. Das war arschkalt. Ich glaube, das Wasser hatte dort nur 34 Grad. Das ist mir halt zu kalt für eine Therme. Weil wenn ich in eine Therme gehe, will ich wirklich ein Becken haben, das warm ist. Sie verteilt Torte. Hab ich nicht gesagt. Ah, so, jetzt habe ich den Salat wieder. Jeder will Torte. Einmal virtuelle Torte an alle, bitte. So, da startet das Ding schon. Sehr schön. Und die Energie ist auch weg. Und es ist abends. Genauso wollen wir das. Gut genutzt, die Energie noch von heute. Was ist das? Eine Messermuschel. Hey, hier gibt es komische Sachen hier unten. Tina, hallöchen. Hi. Herzlich willkommen. Ich hoffe, dir geht's gut. So, die Muschels nehmen wir natürlich auch mit. Die können wir auch dehydrieren. Und Mona, hallo. Guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Hoffentlich habt ihr das mitbekommen. Auch am Donnerstag starten wir diese Woche mit 17 Uhr, ne? Nicht mit 19 Uhr. So, eine blaue Krabbe. Die blaue brauche ich auch. Ja, ja, ja. Die blaue ist auch wichtig. Ich glaube auch für den Tempel. Gehen wir gleich mal hin. Torte. Denke, die Benjamin-Blümchen-Torte ist verdaut. Hat wieder einen neuen Platz. Matt Rabbit, eine Frage an dich. Isst du gerne Benjamin-Blümchen-Torte? Das ist ja cool, wenn es eine Torte gibt, die einen eigenen Namen trägt. Oh, ich möchte auch eine Torte. Ich möchte eine Cersei-Torte, die in allen Regalen steht. Hallo Isabel. Kennt ihr den Tortenproduktionsleiter?
der mir eine Cersei oder eine Playful Dodo oder eine Dodo-Torte macht? Bitte? Ist es nur diese Woche so oder jetzt jeden Donnerstag? Wie wäre es denn euch am liebsten? Nee, es ist tatsächlich eine Probe, um zu wissen, wie es wäre für demnächst. Weil ich habe halt die letzten Donnerstage so mitbekommen, ich starte um 19 Uhr und wenn ich dann 3 Stunden live bin, gehen halt alle schon schlafen. Ist ja natürlich klar, weil am Freitag normaler Arbeitstag oder Schultag ist. Deswegen gehen halt dann nach 3 Stunden alle schlafen und das finde ich halt schade. Und wenn ich dann um 17 Uhr starte, kann ich problemlos 3, 4, 5 Stunden streamen. Ja. Also ich bin ja dann 19 Uhr noch immer live, Leute. Das ist ja nicht, dass ich dann 19 Uhr dann nicht mehr live wäre. Ich bin ja dann immer noch live. Ich starte halt nur früher. Und meistens habe ich dann am Donnerstag wirklich schon nach 2, 3 Stunden aufgehört, weil ich gemerkt habe, okay, ihr geht alle schon schlafen und dann verpasst ihr ja alles. Und so kann ich dann halt problemlos länger streamen, wenn ich länger Lust habe. Und ich habe ja vor, von 2, 3 Stunden auf 3, 4, 5 Stunden zu gehen von meinen Streams her. Wisst ihr, was ich meine? Mona will auch Kuchen. Okay, ich verabschiede mich für heute. Ivi, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und lass dir deine Pasta schmecken. Das hört sich sehr, sehr lecker an. Ja, aber das ist ja nur diesen Donnerstag, oder Rescue Team? Das ist ja nicht immer dann. Manni, hi, schön dich zu lesen, wie geht's dir? Ja, da ist es sinnvoll, wenn du früher startest. Ja schon, ich finde auch Tina. Tina war jetzt der einzige Zuspruch, den ich bekommen habe von euch. Ja, es geht ja jetzt um den Stream-Start, Leute. Es geht um den Stream-Start, dass der auf 17 Uhr verlegt wird, so wie heute. Jetzt ist 19.12 Uhr. Jetzt habe ich 2 Stunden gestreamt, aber ich habe halt jetzt auch noch vor, noch 2 Stunden zu streamen. Also mindestens 1,5. Wisst ihr, wie ich meine? Und sonst hätte ich dann immer schon um 9 Uhr aufgehört und hätte nur 2 Stunden gestreamt, weil es zu spät worden ist. Wisst ihr, was ich meine? Oh, Brezel, Leon, lass es dir schmecken. Du kannst keinen Kuchen mehr sehen. Habt ihr auch so gerade Geburtstagsphase? Jeder feiert Geburtstag, es gibt immer wieder Torte. War gerade noch beim Orthopäden. Hanna, Hallöchen. Nachdem es nach der OP nicht besser ist, habe ich heute noch mal eine Spritze bekommen und darf wieder 10 Wochen keinen Sport machen. Na toll, Hanna. Na toll. Oh, ich wünsche dir gute Besserung und ich hoffe, dass das mit dem Knie endlich hinhaut. Bald. Isabel findet es auch rein rational besser. Okay, 17 Uhr ist super. Komme ich nach Hause und dann entspannen. Wenn man mich nicht zum Essen entführt, alles gut. Finde 17 Uhr auch gut. Meinst du dann immer Donnerstag oder habe ich nur die Hälfte gehört? Genau, es ist diese Woche mal Testphase. 17 Uhr. Und mal gucken, wie es läuft. Dann entscheide ich es. Auch besser 17 Uhr. Finde ich auch gut. Nein, ich hatte letzte Woche Donnerstag, aber der Kuchen wurde einfach nicht leer. Leon, deswegen habe ich die Hälfte ins Gefrierfach gepackt. Dann kann ich mich in ein paar Wochen nochmal über Torte freuen. Immer dann, wenn ich halt Lust habe. So, Ozeanbeute wollte ich. Ah, das sind die Muscheln. Königsmuschel. Grüner Seeigel. Okay. Ich denn hier? Oh, ich habe die sexy Garnele ja schon. Mann, ich kann mir aber das auch nicht merken, ne? Geht einfach nicht. Da brauche ich Silberqualität. Doof. Da auch nichts. Schade. Also generell 19 Uhr sehr angenehm, aber ich kann ja später kommen. Ja. Genau. Und
es ist ja gerade so, heute spiele ich wieder nur ein Spiel, aber wir haben das auch jetzt teilweise gemacht, dass ich zwei Spiele spiele und dann kommt ihr halt dann, wenn ihr erst um 19 Uhr könnt, meistens dann zum zweiten Spiel und habt da dann ja das erste Spiel zwar verpasst, aber das könnt ihr ja nachgucken, aber kommt dann so rein, dass ich halt gerade mit dem zweiten Spiel beginne und habt nicht jetzt zwei Stunden verpasst. Ich bin gar nicht so der Kuchenfan. Brezel sind tausendmal lieber. Alles gut, Leon. Magst du dann sowas wie Milchbrot? Ja, ich kriege auch schon wieder Hunger, weil wir über Essen reden und Torten. Kuchen und Torten ist nicht dasselbe. Ja. Und hier im Kanal ist es kritisch, Brezen zu essen. Mad Rabbit bringt mal alle kurz so auf den neuesten Stand. Jetzt kommt gleich Terrorbrezel rein. Wenn man einmal Brezel zu oft sagt, ne? Ja, Datenschutz, Hallöchen. Hallo. Hier kann ich jetzt überall hin. Guck mal, das habe ich letztes Mal freigeschaltet. So, Farm. Wir sind müde, wir wollen schlafen. Statt Sport heißt es dann wohl Saxophon spielen. Ja, cool, das hast du ja gerade neu angefangen. Dann ist es ja doch irgendwie... Naja, es ist natürlich nicht gut. Dein Knie soll jetzt endlich mal wieder fit werden, ne? Aber du hast dann wenigstens eine Beschäftigung, was ganz gut ist, während der Zeit. So, Bronze-Seetang ist fertig. Soll ich Gold-Seetang anfangen? Kann ich, ja. Ich fang mal an. Es ist ein Anfang. So, Bronze-Seetang nehmen wir dann mit morgen ins Labor. Und das lassen wir hier. Und ist Ben da? Oh. Ist Ben jetzt da? Ben? Jetzt meldet sich der gleich wieder aus dem Chat. Er ist nicht da. Oh Mann. Naja. Kann man halt auch nichts machen. Ich glaube, Meersalz und Muscheln hebe ich jetzt auch mal auf. Über Österreicherin. Echt krass, Datenschutz. Weil ich Österreicherin sehr mag. Das ist cool. Ey, wenn du den Song fertig hast, dann musst du mir den unbedingt schicken. Das hört sich mega cool an. Ah, das habe ich noch nicht. Ah, die habe ich noch nicht gespendet. Ja, gut. Dann müssen wir eine rausholen. So. Sanacho, gute Nacht. Gute Nacht. Ich muss dich nicht füttern. Ich hoffe es zumindest. Ich habe nicht gesehen, dass ich dich füttern kann. Deswegen hoffe ich, dass du nicht verhungerst. Warum suchst du Ben? Weil ich ihm eine Trompetenpilz geben muss. Beziehungsweise, ja. Ja. Er will einen Trompetenpilz. Und ich habe einen. Ich will ihm den Trompetenpilz geben. Aber er ist nie da. Nacho sieht heute glücklich aus. Schön. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das anstellen soll, aber es soll brutalst in die Pop-Richtung gehen. Das kann gut ankommen. Weißt du, wir Österreicherinnen sind sehr kritisch. Schon, aber wir freuen uns über ein Lied. Wenn es ein gutes Lied ist, freuen wir uns sehr. Ein Song. Ein guter Song natürlich. Kein Lied. Hört sich uncool an. Spaß. So, wir haben noch mal eine Preise per Ernte. Trag die alle zwei Tage? Zwei, drei Tage? Praktisch. Kann ich hier noch mehr Preiselbeeren einmachen? Oh ja. So. Meine Einmachgläser arbeiten auf Hochtouren. Guck mal, wir haben die ersten Kakaopflanzen. Ja. Herrlich, da freue ich mich doch. Und Seetang ist fertig. Very good. Dann nehme ich doch mal die auch mit. Aber ich habe nicht so viel Geld, ne? Blöd. Ah, ich habe zu wenig Geld.
Ich sehe schon kommen. Okay, es ist auch noch zu früh. Ich gehe vorher noch zu meinen kleinen Enten. Oh, müsste nicht heute der Stall fertig sein? Da gucken wir auch gleich hin. So, kommt raus, mein Lieben. Ich verabschiede mich mal und ruhe mich mal aus. Sophie, mach das. Gute Besserung nochmal. Und guck, dass es dir besser geht. Und hab einen schönen Abend trotzdem noch. Ja. Ich guck nach dem Stream rein, Kuma. Hoffentlich. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Wenn ja, ist es nicht mit Absicht. Aber ich nehme es mir vor. Black Sunny, danke schön für dein Follow und herzlich willkommen, Dodo Club. Ich hoffe, es geht dir gut. Alles tut die. Das ist schön. Ja, ich, wie gesagt, ich hoffe, ich denke dran. Aber ich bemühe mich. Ganz doll. So. Jetzt gucken wir ins Labor. Obwohl, ah, das ist noch immer nicht offen. Dann gehen wir oben rum. Vielleicht finden wir noch ein paar Herbstfrüchtchen. Ah, nee, ich wollte den Stall angucken. Aber so ein paar Herbstfrüchtchen aufsammeln wäre auch noch gut, weil Herbst ist fast vorbei. Ja, der Stall ist fertig. Guck mal. Perfekt. Okay, wir können Tiere adoptieren. Ja. Warum ist hier... Okay, da wird wahrscheinlich dann die Erweiterung dran gebaut. Nach dem Song bekomme ich nie wieder eine deutsche Frau, weil sie dann sagen, dann geh doch nach Israel. Datenschutz? Es ist schön hier. Es ist schön hier, will ich nur gesagt haben. Mir geht's gut, hofft ihr auch. Das ist schön zu hören. Ja, mir geht's auch gut. Ich glaube, es ist jetzt... Ich muss mich entscheiden. Die haben gerade aufgesperrt. Gehe ich zum Labor und investiere da mein Geld, aber wahrscheinlich habe ich da eh zu wenig Geld. Oder kaufe ich mir eine Kuh? Wie viel hat nochmal die Kuh gekostet? Wie teuer war die Kuh? Die war teurer. Ja. Mist. Hm? Nein. Ich will keine Kuh kaufen. Und ich brauche ja dann auch einen Milcheimer, eine Temperaturmaschine und eine Schere. Ja, nee, vergiss es, ich brauche mehr Geld. Ich brauche einfach mehr Geld. Scott, Hallöchen. Ich muss Charles sagen, dass er die Heizung im Haus aufdrehen soll. Den ist alle kalt. Oh nein, ja, der Winter kommt. Es ist ganz bald soweit. Hallo, Waku, ich habe heute Morgen einen Kürbiskuchen gegessen. Mein Nachbar hat einen zu viel gebacken und ihn uns gebracht. Er war gut, naja, aber auch nicht besonders. Jetzt reden hier die Coral Island-Bewohner auch schon von Kuchen, ey. Alle reden sie von Kuchen. Alle. Wie geht's euch damit, dass die alle von Kuchen reden? Scheiben! Die heiße Quelle ist echt gut bei Muskelkater. Nichts geht über ein heißes Bad nach einem anstrengenden Training. Da hast du recht, meine Liebe. Und die zwei stehen ja da gerade unten. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich will auch rein. Ich will auch in die heiße Quelle. Da kriege ich wenigstens endlich mal mein heißes Bad. Und nee, die haben geschlossen? Warum chillen die zwei dann da unten? Ey! Illegal! Also in Deutschland würden die schon eine Anzeige bekommen. Kommt mal, alle Deutschen im Chat, es ist doch so, oder? Es ist doch so. Die sind da eingebrochen, ja, darum. Darum sage ich ja. Die hätten schon eine Anzeige an der Backe. In Deutschland. Kann gut sein. Anzeige ist raus. Ja, so ist es. Lese mir nebenbei jetzt noch französisch Vokabeln durch. Ich denke, dass wir morgen einen Vokabeltest schreiben. Boah, ich hasse es. Ich hasse es, dass diese Kack-Vokabeltests immer unangekündigt kommen. Oh Mann. Warum?
Darf ich mal kurz fragen, wie bei euch Vokabeltests mal ausgesehen haben? Hat da der Lehrer nach dem deutschen Wort gefragt und ihr müsstet das Englische aufschreiben? Oder hat er das Englische gesagt und ihr müsst das Deutsche aufschreiben? Oder hat der Lehrer das auf, also das Wort, das er haben wollte, auf Englisch erklärt und ihr musstet dann genau dieses Wort erkennen? Oder hat er das auf Deutsch erklärt und ihr müsstet das englische Wort hinschreiben? Wie war das bei euch? Ja, Tina, danke schön. Ich glaube, das ist auch überall anders. Ich habe eine Schranke im Parkhaus kaputt gemacht, weil mir der Typ von der Technik es nicht gebacken bekommen hat, die Schranke abzuschrauben. Ich habe tatsächlich keine Anzeige bekommen. Boah! Da hattest du aber wirklich sehr viel Glück. Ich auch, aber da Französisch meine Lieblingssprache ist und ich im März in Mainz eine mündliche Prüfung habe, finde ich es nicht so schlimm. Okay. Aber Hanna, du bist doch generell super. Unterschiedlich, also eine Mischung aus dem allem, was du gesagt hast. Hatte nie Englisch in der Schule. Alles selbst gemacht. Cool. Ich kann mich nie mehr daran erinnern. Ist 20 Jahre her. Das ist auch okay. Bei uns stand da meistens das deutsche Wort und wir mussten das fremdsprachige Wort dekliniert hinschreiben. Okay. Weil auch bei verschiedenen Lehrern in derselben Schule war es auch anders. Also zumindest bei mir. Mhm. Bei uns wird beides abgefragt. Okay. Mhm. Komm auf die Fremdsprache an. Okay, okay. Ich kann euch mal sagen, wie es bei meinen allerliebsten Lieblingslehrer war. Nicht? Der hat meistens es auf Englisch erklärt mit Vokabeln, die wir noch nie gehört haben. Also richtig schwierige Erklärungen, so richtig hochgestochen schwierige Erklärungen mit Vokabeln, die man in der Zeit noch nicht gelernt hätte. Und wenn du dann ein Wort hingeschrieben hast, das zwar gepasst hat, aber nicht genau das war, das er sich vorgestellt hat, hast du einen Minuspunkt bekommen. Nicht null Punkte, einen Minuspunkt. Ich hatte zweimal eine Frühwarnung bei ihm. Ich habe es immer mit meinen Referaten rausgehauen. Ja. Das ist gemein. Danke. Ich fühle mich gerade so verstanden von euch. Ah, ich fühle mich verstanden. Dürfte nicht so sein, dürfte nicht so sein. Dieser Lehrer hatte aber auch ein, also der war irgendwie so in der Gewerkschaft, der durfte auch nicht gekündigt werden. Das ist auch der Lehrer, der mir und meiner Mama gesagt hat, ich soll es nicht probieren zu maturieren, weil es muss ja sowieso nicht jeder maturieren. Und bei mir war es halt wirklich so, nur das Englische, ne? Bei mir war immer nur Englisch und ich hatte halt das Problem, dass ich, als ich angefangen habe, also als ich in der ersten Klasse Englisch hatte, also als das angefangen hat mit Englisch, hatte ich eine tolle Lehrerin, die habe ich geliebt über alles. Und die ist dann leider von der Schule gegangen wegen psychischen Problemen. Und dann bekam ich eine Lehrerin, die mich gehasst hat. Ich habe sie gehasst. Das beruhte wirklich auf Gegenseitigkeit. Und dann hatte ich 3 Jahre lang in der Schule Englisch mit dieser Hasslehrerin, in der ich wirklich immer nur das Nötigste getan habe, weil ich einfach keinen Bock hatte auf diesen Unterricht. Und das hat sich natürlich dann später in die höhere Schule gezogen. Und da war dann dieser fiese Lehrer. Und der hat mich dann auch gehasst. Ich habe ihn auch gehasst, beruhte wieder auf Gegenseitigkeit. Und darum ist Englisch auch immer mein Hassfach gewesen. Und ihr müsst wissen, ich in jedem anderen Fach hatte ich 1 und 2er. Also ich war wirklich, wirklich eine gute Schülerin. Nur Englisch war es. Und der hat mir ins Gesicht gesagt, meiner Mama, ich brauche nicht versuchen zu maturieren. Ich habe am Ende mit gutem Erfolg maturiert, also mein Abi gemacht. Aber dieser Lehrer hätte es mir fast versaut. Mit dieser Aussage damals in der ersten Klasse von der höheren Schule, da hatte ich dann noch 4 Jahre vor mir. Dieser Lehrer hätte es fast kaputt gemacht. Dann hätte ich nicht studieren können.
Ich hätte nicht Erzieherin fertig machen können. Kirschli, Hallöchen. Und der war halt wirklich, der war auch so, das war die, auch, das habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt, das war genau dieser Lehrer, der uns einen Klassenbucheintrag gegeben hat, weil wir 2 Minuten zu spät zum Englischunterricht gekommen sind, weil wir vorher Turnunterricht hatten und unser Turnsaal nicht in unserer Schule war, sondern 5 Minuten Fußweg weit weg von der Schule. Da mussten wir immer raus über den Fluss und rübergehen und dann umziehen. Und ihr wisst ja, wie das ist. Und wir hatten da keine große Pause dazwischen, zwischen diesen 2 Stunden. Und das ist so blöd zusammengefallen, weil irgendwie ein Unterricht ausgefallen ist. Das war eh nicht immer so. Und dann haben wir es nicht rechtzeitig geschafft. Und dann haben wir alle einen Klassenbucheintrag bekommen. Ich meine, wie dumm ist dieser Lehrer? Es tut mir leid, aber ich hasse ihn heute noch. Und das war auch so ein Lehrer, der nie krank war. Ne? Dann hat man mal so einen Hasslehrer und dann hofft man, dass der mal krank ist und dass man mal eine Vertretung hat oder so. Aber dieser Lehrer war nie krank. Er war nur einen Tag lang krank in diesen 5 Jahren und das war der Tag, an dem Donald Trump zum Präsidenten gewählt worden ist. Kann ich euch heute noch sagen. Warum, weiß ich nicht. Einen Tag war der krank. Ich kotze mich schon wieder bei euch aus, ne? Es tut mir leid. Das kenne ich. Mir ging es so mit Geschichte. Die Lehrerin und ich haben uns gehasst. Ja, es gibt es wirklich, ne? Und es ist eigentlich so schade, weil du solltest eigentlich in die Schule gehen, um wirklich hilfreiche Dinge für später zu lernen. Und wenn dann Lehrer einen hassen und du einen Lehrer hast, dann ist das alles einfach nicht mehr lustig. Frechheit, ja. Ich finde es sogar interessant. Solange es noch so ist, ist alles gut so. Die 6 Garnele wollte ich noch spenden. Habe ich schon wieder vergessen. So. Ja, die Kakaobohne. Die kommt noch hier rein. Trinken, Leute, trinken. Prost. Ah ja, Julia, danke für deine 5er-Serie. Und ich muss mich eh auch stretchen. Da könnt ihr gleich alle mitmachen. Das tut euch auch gut. Meine Hasslehrerin ist Frau... Oh, bitte nicht den Namen reinschreiben. Bitte nicht den Namen reinschreiben. Leon, alles gut, aber nicht den Namen reinschreiben. Ne? Wir wollen hier keinen namentlich erwähnen. Weil das hätte man jetzt mit einer Google-Suche easy rausfinden können, wie diese Frau aussieht und wo diese Frau angestellt ist. Also, das wäre ein bisschen kritisch. Oh. So, durchgestretcht, 100-mal geknackst. Jetzt geht's weiter. So. Dann probieren wir doch noch mal zur Schmiede zu gehen, weil ich habe hier noch 2 Sachen offen. Das wäre toll. Hab ich hier noch Truhen? Ja, da waren 15! 15 Truhen! Bin ich ja da gleich mein Geld weiter, also... Hä? Eine 3 ist alles gut. Eine 3 ist super. Der Name Nacho verwirrt mich jedes Mal. Wieso? Bei mir ist Mathe mein schlechtestes Fach. Und meine Eltern finden das nicht so toll. Aber eigentlich kann ich es. Nur meine Noten sind dann irgendwie schlecht in den Tests. Oh, das ist mies. Oh, das ist mies. Aber es ist gut für dich selber, dass du weißt, du bist gut drin. Du kannst das ja. Du verstehst es. Für dich ist das einfach so ein Motivationsschub. So. Wir kriegen die ganze Zeit dasselbe. Immer wieder. Oh, Perlenbrosche. Die kannte ich nicht. Cool. Gleich ins Museum damit. Weil ich ein Pferd Probe geritten bin und das hatte den Namen Nacho, war aber leider kein positives Probereiten. Oh nein! Das ist natürlich blöd. Aber denk bei Nacho an Käse-Nachos.
an so richtig knackige Käse-Nachos oder an Salsa-Nachos, also an den Dip. Und denk dir, lecker, positiv. Keine Ahnung, wie ich das sagen soll. War nur so eine Idee von mir. Vielleicht hilft's. Oh, ich kannte die Perlenbrosche doch schon. Aber die sexy Garnele ist jetzt endlich abgegeben. Kirschli, vielen Dank für dein Follow. Dank dir. So, es ist abgegeben, Leute. Jetzt habe ich Hunger. Sorry. So, wir brauchen noch ein bisschen Geld für das Halloween-Event in 2 Tagen. Was machen wir? Was verkaufen wir? Die Sachen, na, da bekommen wir auch nicht viel. Da ist besser, wenn ich die in das Riesendorf bringe. Und mir meine Sachen besser mache. Also meine Werkzeuge. Apropos, sollte ich nicht eigentlich meine Spitzaxt wieder bekommen? Was ist los? Packe ich mal das noch rein. Für was brauche ich eigentlich Erdessenz und das Ganze? Wisst ihr das zufällig? So, dafür habe ich gerade noch kein Geld, leider. Aber ich könnte ja hier noch ein paar mehr machen. Wie können wir Geld machen? Indem wir ein paar Insekten fangen? Nee, indem wir ein paar Fische angeln. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Da oben. Da oben werden wir jetzt Fische fangen. Oh, habe ich überhaupt eine Angel mit? Nein. Huh. Huiuiui. Wo ist sie? Die muss ich auch mal aufbessern. Eieiei. Wo ist meine Angel? Angel? Oh, da habe ich auch noch Früchte. Hä, wo ist meine Angel? Leute, wo habe ich sie hingetan? Nein. Hä? Jetzt habe ich halt auch zu viel Truhen. Wir haben eben so abgegessen. Ich bekomme schon wieder Hunger. Sorry. Wo ist meine Angel? Ist die hier? Nee, habe ich schon reingeguckt. Ich glaube, ich bin blind. Nein. Nein. Hä? Ist sie beim Aufwerten? Oh mein Gott. Ich dachte, da wird sie mir zugeschickt. Aber du könntest recht haben, Lilly. Habe ich die aufwerten lassen? Muss ich die mir dann abholen? Muss ich alles selber machen? Ich guck mal. Hallo, haben Sie meine Angel gesehen? Erhalte aufgewertete Werkzeuge. Bronzeangel. Was würden wir ohne Lilly tun? Danke, Lilly. Cool. Hier, das. 2000 Münzen. Zu teuer gerade. Rescue Team hat auch gerade daran gedacht. Ihr seid toll. Mein Chat ist heute wieder hier on point. Das ist Wahnsinn. So, dann können wir eigentlich hier auch angeln im Meer. So. Letzi Fetzi. Ich habe Sims früher sehr viel gespielt. Sims war einer meiner ersten Spiele, die ich als kleine Cersei gespielt habe. Ich habe es auch auf YouTube mal eine Zeit lang gebracht, in Kombination mit Animal Crossing. Aber, ja,
Ich bin jetzt nicht abgeneigt, ich bin jetzt aber auch nicht so drauf scharf, das zu spielen. Also, ja. Es ist halt nur sehr verbuggt. Das nervt. Oh. Oh, noch nicht einmal in dem Stream ein volles Inventar gehabt. Nein. Ich passe schon immer auf drauf. Doch, ich habe schon mal ein volles Inventar gehabt, aber das habe ich dann gleich wieder alles weggebracht. Das war bei der Ernte, glaube ich. Oder? Ein Hummer. Jetzt müsste ich auch bessere Sachen fangen mit der Bronzeangel. Warum dachte ich, ich kriege das alles zugeschickt, wenn ich was verbessere? Ich bin faul geworden. Aber danke, Tina. Ich werde die Spitzhacke auch abholen. Noch so eine Goldrunde. Es wird schon spät. Es gibt auch Nachtfische. Ja, beim Ernten hat man öfter mal volles Inventar. Wenn es dann die verschiedenen Klassen sind, dann wird es relativ schnell voll. Was ja auch schön ist, dann kann ich alles wieder verkaufen. Und dann habe ich viel Geld. Eine Sardine. Hast du Fischköder? Tina hat mich erwischt. Wie wird man ein fleißiger Zuschauer? Kirschli, indem man zuguckt. Nee, Kirschli. Ich guck dann zu, wenn du Zeit und Bock hast. Ist ja alles gut. Ich zwinge hier niemanden zu irgendwas. Es ist wichtig, dass du Zeit und Bock hast. Und wenn du das nicht hast, ist auch okay. Dann bist du nicht da. Und das ist vollkommen gut so. Bei den ganzen Games kann das ja mal durcheinander gehen. Ja, voll. Aber was habe ich denn da für ein Game im Kopf gehabt? Ist das... Nein, My Time at Sandrock verbessert man das nicht. Ach, ich weiß es gar nicht. So, wir wollten wegen den Fischködis für Tina gucken. Und zwar sind die hier. Guck mal, ich kann mir sogar welche herstellen. Wahnsinn. So. Bodeninsektenfalle. So. Jetzt bräuchte ich noch einen Hint, wie Fischköder. Wie man das macht. Ist das automatisch drauf? Ich glaube nicht, oder? Sicher nicht automatisch drauf. Leon, bye bye. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Bis Donnerstag. Oder bis später. Schön, dass du da warst. Du musst ins Inventar und unten ins Sattel. Danke, Tina. Sehr gut. Oh, das ist ein schwieriger Fisch. Zumindest ist er ein bisschen schwieriger. Muss ich kurz ein bisschen konzentrieren. Boah, was ist heute mit meinem Denglisch schon wieder los? Hummer. Noch ein Hummer. Ich habe gerade einen Hummer. Egal. Inventar. Köder. Ah, da ist es ja. Da ist es. So, jetzt aber ein Riesenfisch hier. Ich will hier einen Hecht rausziehen. Hechte sind im Teich. Psst. Aber in der Größe von einem Riesenhecht. Bitte. Es gibt auch Seehechte, oder? Ich kenne mich nicht aus in diesem Fischgame, da bin ich gar nicht drin. Da müsste ich Daniel fragen, der ist Experte. Noch ein blauer Dr. Fisch. Ab wann gibt es Nachtfische? Eigentlich ab jetzt. Jetzt ist das Nachtsymbol da oben, oder? Kaidachan Atto, hallöchen. Hecht ist ein Süßwasserfisch. Alle Hechte?
es nicht ein Seehecht? Der so im Meer ist? Also ich weiß von den Süßwasserfischen, die kenne ich. Ich weiß auch, wie die aussehen. Die sehen voll gruselig aus. Sie hat Dory geangelt. Ja, schon zweimal oder dreimal sogar. Wahnsinn. Oh oh. Oh, ein anstrengender Fisch. Könnte ein Hummer sein. Oh. Gerade so nicht, nein. Komm schon, jetzt. Ha. Oh, ein Oktopus. Wer sucht jetzt Nemo? Warte, vielleicht fange ich ihn ein. Ich verabschiede mich auch, muss auch meine Quest in Hogwarts Legacy beenden. Wünsche euch noch einen schönen Stream. Ey, viel Spaß beim Quest beenden, Vanni. Und schön, dass du da bist. Nein, Tina, Seehecht. See sagt man auch, die See sagt man ja auch oft zum Meer. Komm, heute angeln wir mal. Oder heute gehen wir mal zur See. Sagt man sehr oft zum Meer. Und ein Seehecht? Ich dachte. Ey, das interessiert mich jetzt. Ich angel hier und gucke parallel nach Seehecht. Okay, Seehechte. Die Seehechte, auch Hecht, Dorsche oder Meerhechte, Meerhechte genannt, sind eine Gattung und Familie in der Ordnung der Dorschartigen. Seehechte werden als Speisefische gefangen. Okay. Lebensräume. Seehechte leben in weiten Teilen des Atlantiks. Und soweit ich weiß, ist der Atlantik Meer. Auch in der Nordsee, aber seltener. Und im gesamten Mittelmeer. Ey Leute, es gibt Hechte im Meer. Hier habe ich mal den ganzen Chat educated. Ist ja auch mal gut. Mal ein bisschen Sachen lernen. Aber wie groß können die werden? Das möchte ich wissen. Merkmale. Da beißt schon wieder was an. Oh, das ist kein Fisch. Ich will wissen, wie groß der wird. Es gibt 16 Arten. Oh Mann. Das ist viel. Das ist sehr viel. Seehechte sind Fischesser, die sich hauptsächlich von Heringen, Makrelen, Sprotten und Sardinen ernähren. Oh, Sardine habe ich auch schon rausgezogen. Dann müsste ja der Seehecht nicht weit sein. Hechte können schon groß werden. Also gerade auch bei uns in den österreichischen Seen und Flüssen sind Hechte ja eine Bedrohung für zum Beispiel Barsche und so. Und so ein großer Hecht kann auch so einen kleinen Chihuahua fressen, wenn der im See schwimmt. Ja, aber halt nicht uns. Der Bildungsauftrag wurde heute erfüllt. Danke, Joma. Bin stolz drauf. Heute mal Fischtalk gehabt. Ich glaube, das hatten wir auch noch nie. Hier, Sardine. Guck, da ist die Sardine. Ein Hecht frisst eine Sardine. Also, wo ist der Hecht? Ich will mal so einen seltenen Wasserfisch fangen. Das wäre cool. Einen seltenen Nachtfisch, meine ich, im Wasser. Oh Mann. Heute nicht mehr ganz klar im Kopf. Wie lange kann man angeln? Warte, ich glaube, um 1 Uhr ist dann Schluss. Dann angle ich mal bis Mitternacht. Mal gucken, vielleicht kriege ich einen richtig coolen Fischi. Die Energie habe ich, glaube ich, noch. Mann, nicht immer Flugblätter. Bitte. Sind nicht alle Fische quasi Wasserfische? Nicht in My Time at Sandrock. Da sind es die Sandfische. Ja, ja. Oh, der schwimmt ja ganz anders. Guck mal, der macht so Zickzack. Machen das alle?
Nee, das ist die Sardine. Das Fischthema ist neu. Das hatte ich in der Sammlung noch, das hat in der Sammlung noch gefehlt die ganzen Jahre. Ja, finde ich auch. Hechte sind einfach überall. Und sie sind halt auch Prädatoren. Guck mal, der kreiselt. Sie sind halt auch Prädatoren und deswegen... ich glaube, Daniel... Weil Daniel hat ja, als er ganz klein war, einen Angelschein gemacht. Und der hat es öfter schon mal erwähnt, dass die Hechte eben eine Bedrohung bei uns sind für die heimischen Barsche und auch für den Nachwuchs von den Barschen. Dass die alles immer wegsnacken, die Hechte. Ich scheine heute einen großen Delay zu haben. Hilft auch manchmal, wenn man den Stream neu refresht, dass man dann wieder nach vorne springt. Aber normalerweise sollte der nicht so groß sein. Zumindest, wenn es von mir ausgeht. Weil mein Internet, das pfeift jetzt. Oh, noch eine Dory. Warum fange ich denn nicht mal was anderes? Fang mal hier. Vielleicht verstecken die sich hier unterm Steg. Könnte ja sein. Nee. Ich glaube, das ist es nicht. Nein, das ist wieder eine Dory, wie es aussieht. Oder eine Sardine. Nee, die Sardine hat sich schneller gedreht. Ich glaube, es ist eine Dory. Ja, eine Dory. So, ein, zwei Fische gehen noch. Da gibt es auch Hummeisen und Jackmehle und so. Ja, das ist ganz weird dort. Mein Dad ist früher immer zum Hochseefischen gefahren und hat dasselbe Forellen immer geräuchert, jede Woche. Boah, das ist cool. Also, ihr wisst ja generell, ich bin ja nicht so der Typ, der gerne Lebewesen isst. Aber wenn es ist, wenn man es isst, dann finde ich es Fischen cool. Oder eben, ja, auch die Jagd, weil ich halt in der Familie sehr viele Jäger habe. Die aber auch sehr bewusst damit umgehen, was ich sehr gut finde. Das finde ich einfach so verdientes Essen. Wenn man das noch selber fängt. Und ich werde ja dieses Jahr auch ein bisschen nach Schweden fahren. Und da wird Daniel auch die Angel mitnehmen. Und ich liebe dann, ich mag halt auch Fisch essen, ne? Ich mag es sehr, sehr gerne. Das zu essen. Schmeckt halt einfach lecker. Ist halt so. Warum pfeift denn Internet jetzt? Ah, weil ich jetzt mit LAN-Kabel verbunden bin und nicht mehr mit WLAN. Ich habe jetzt das Kabel hier rübergelegt zu mir. Ich habe nämlich im Raum selber keinen Internetanschluss. Aber wir haben das jetzt mit der Steckdose gelöst, dass wir da ein LAN-Kabel verlegen. Und das klappt jetzt und jetzt pfeift's. So, mal kurz gucken, ob ich irgendwas gefangen habe, was ich theoretisch spenden muss. Ja, einen Doktor... Oh, ich hab Mönchsfisch gefangen. Hä, wann war das? Sardine muss ich anbieten. Oh, oh, oh. Okay, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich leg die mal kurz raus, die ich nicht verkaufen darf. Da, den Mönchs. Schwieriges Wort. So, dann gucke ich noch ganz kurz. Wegen Kochen. Rezepte bitte. Ja, ich kann Sushi mit beliebigen Fisch machen. Da kriege ich sicher voll viel Geld. Sashimi kann ich auch machen, aber mit Reis und Wasabi habe ich ja gar nicht. Dann verkaufe ich die lieber erstmal. Ich kann ja noch immer fischen gehen. Ich fahre dieses Jahr auch nach Schweden mit Kanu. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Mit Kanu. Das ist ja mega. Also ich fahre nicht mit Kanu. Aber jetzt bin ich neidisch. Oh, 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 wartet, wartet. Kann ich das noch schnell machen? Die Zeit ist fast um. Schnell, 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 beeil dich. Hau das noch rein. Hau's rein. Oh, die Flugblätter, hau sie rein. Baue ich nicht.
Auch wenn ich nur einen Sterni dafür bekomme. Coral. Keine Ahnung, wie es heißt. Hier, Natschen noch streicheln. So, ab ins Bett. In den Arbeitsklamotten rein da. In den stinkigen Fischklamotten rein ins Bett. Fertig mit Essen. Sehr schön. Ich hoffe, es hat gemundet. Kennst du die alten klassischen Disney-Cartoons mit Mickey Mouse und seinen Freunden? Ja? Die waren brutal. Also wenn du wirklich die alten meinst, brutale Sache. Aber auch Tom und Jerry war ja auch so brutal, ey. Tom und Jerry und Mickey Mouse waren beide brutal. Soda, heute ist Fest. Nee, morgen. Hier, der Bürgermeister schreibt mir schon. Agrian Husk. Agrian. Ich nenne dich Agrian. Dankeschön für dein Follow und herzlich willkommen. Und es tut mir leid, dass ich im Aussprechen so schlecht bin. Einfach im Chat schreiben, was ich sagen soll. Was kann ich denn aus Kartoffeln machen? Würde mich auch mal interessieren. Ich kann mir eine Kuh kaufen. Aber das ist nicht schlau. Ich sollte mir keine Kuh kaufen. Ich sollte mein Equipment verbessern. Und nicht Kühe kaufen. Ein Sterni, wo ist Tom Nook? Der zockt mich schon wieder ab. Sogar hier. Sogar hier im Spiel schafft er das. So. Machen wir mal eine Entenmayonnaise. Vielleicht Plutos Episode, die Kaugummibiene am besten. Kaugummi, Blasen, Spaß oder Extraklasse. Boah, es ist zu lange her, leider. Es ist leider wirklich zu lange her. So, Einwohner von Starlet Town, mach dich bereit für das zweitägige... Zweitägig? Hä? Für das zweitägige Gruseltagfest, das morgen beginnt, leiste uns doch in der Stadt ab 19 Uhr Gesellschaft. Bei Spielen mit Kostümen und einem Geisterhaus, aber sieh dich nicht alleine im Geisterhaus um. Suche dir einen Partner und erlebe eine gruselige Zeit. Okay, wisst ihr was? Wir geben jetzt gar kein Geld aus, weil ich glaube, wir werden da morgen sehr viel Geld brauchen. Deswegen lassen wir das lieber. Sparen unser Geld für Rummelspaß. Macht Sinn, oder? Hauptsache, ich sag mir gerade, Ceci, kauf dir keine Kuh. Du brauchst dein Geld für Verbesserungen von Equipment. Und jetzt gebe ich das Geld am Halloween-Fest aus. Ja, das bin ich. Immer schön investieren. Schön und gut investieren, Leute. Keine Sorge, ich habe die Episode auf meinem PC. Ah, okay, das ist cool. Dann kann man sich das immer angucken. Kartoffelsalat. Kartoffelsalat ist geil. Ich liebe Kartoffelsalat. Sollen wir heute weiter angeln? Nee, wir gehen in die Mine. Wir machen das cool. Wir gehen in die Mine. So, wir nehmen hier Mondkuchen mit. Zum Snacken. Und wir gehen vorher noch vorbei im Museum. Den haben wir schon gespendet. Den müssen wir anbieten. So. Oh. Das ganze andere Zeug. In die Schmiede muss ich auch. Keine Ahnung, wo Ben ist, aber dafür habe ich ja noch Zeit. Ja. So. Einmal ins Museum, dann zum Seetempel und dann... Nee, Museum, Schmiede, Seetempel. Und dann... wie heißt es nochmal? Oh, Belohnung. Mine. Oh mein Gott, ist das cool. Och, gut, dass ich mein Geld noch gespart habe.
Auch Ben, sorry. Ben im Chat, I'm sorry. Gut, dass ich noch gespart habe. Jetzt habe ich ja mega coole Möbel. Ja, ich mache doch vorher den Seetempel. So, hier kommt eine Sardine. Ich opfere eine Sardine. Hier. Wow, ich habe noch keinen einzigen Salzwasserfisch, außer eine Sardine. Yay. Ich mache hier wirklich Fortschritt. Adrian, Hallöchen und danke für dein Follow vorhin. So, ab in die Schmiede. Die haben noch nicht offen. Na klar. Kann ich wenigstens mit Surya abhängen? Oder einen gewissen B suchen? Die Person ist nicht da. Ey, das ist so nervig. B ist nicht da. Samstags geschlossen. Oh, Surya hat heute frei. Er ist in der Schreinerei. So setzt man Prioritäten. Hm? Das konnte ich immer schon gut. Mit Surya ins Gruselhaus gehen, das ist ja so cool, wenn er möchte. Bist du mir hier vorbeigelaufen? Oh, das Herz pocht, Leute. Das Herz pocht jetzt komplett. Ich hoffe, die Leute, die morgen zum Gruselfest kommen, denken daran, ihren Müll mitzunehmen, wenn sie gehen. Surya, ich liebe dich. Oh nein, das war ein bisschen zu früh. Was meinst du, wie sind sie auf den Namen Coral Island gekommen? Ich finde, der Name ist ziemlich langweilig. Jemand hat eine Koralle gesehen und sich direkt für Coral entschieden. Die Insel ist für ihre Korallenriff bekannt. Ich schätze, man wollte mit dem Namen einfach ihr Vermächtnis wahren. Ich muss direkt an eine Gruppe von Unbekannten denken, die um einen runden Tisch sitzen und darüber diskutieren. Ich sag das Zweite, finde ich ganz witzig. Das habe ich mir auch gedacht, so verständnisvoll. Oh. Mit deiner Tante rede ich mal nicht, auf die bin ich sauer. Oh, meine Möbel. Wartet, ich glaube. Ich weiß nicht, ob ich so schneller bin. Ah, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Egal. Hanna, willkommen zurück. Erlauben Sie mir, mich anzuschließen. Ich lerne Deutsch über ein Spiel, während ich in Indonesien bin. Das ist ja cool, Adrian. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Aber scheint schon sehr, sehr gut zu laufen. Also dieser Satz ist mega gut formuliert. Ich bin stolz auf dich. Sehr schön. Okay, Leute. Das Ding ist, letztes Mal, als ich hier Sachen platziert habe, in diesem Modus da unten, Bildversion, wenn ich R drücke, bin ich stecken geblieben. Nacho sieht glücklich aus, das ist schön. Deswegen mache ich das jetzt nicht und platziere das so manuell. Weil ich möchte nicht, dass das wieder hängen bleibt. Es ist jetzt zwar hässlich platziert, aber was soll's. Ich kann es nicht mal drehen. Oh, hoppala. Ich kann es leider nicht mal drehen. Ah doch, so. Okay. Naja, ein paar mehr Möbel stehen hier drin. Hab zwar jetzt zwei Betten, aber egal. So. Dann gehen wir jetzt in die Schmiede. Holen die Spitzhacke und ab in die Mine. Oh, haben die heute geschlossen? Nein, open. Open! Ich hatte auch Probleme, aber das ist jetzt gut, ich spiele Xbox. Okay, ich spiele auch Xbox, aber ich hatte dieses Problem erst Donnerstag, letzten Donnerstag. Deswegen probiere ich es jetzt nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Bronzehammer! Oh, Artefakt, ich dachte schon, das wäre eine Waffe. Meine Spitzhacke ist da. Wuhu! Ey, die sieht voll cool aus. Gästebett. Stimmt! Rescue Team, ich liebe deine Kreativität. Zwei Betten zu haben, ist gut. Aber besser zwei Betten als ein Bett und keine Couch, finde ich. Dann kann man das eine Bett als Couch umfunktionieren. So. Rein. Rein in den Graben. Oh mein Gott.
Ist irgendjemand im Chat, der das verstanden hat? Rein in den Graben? Ich glaube nicht. Ich glaube, ihr seid die falsche Community für das. Also es würde mich schon sehr wundern. Oh, ich muss umsortieren. Nein, aua. Komm her. So. Okay, es hat niemand verstanden. Gut. Twitch-Chat sind keine Stronghold Crusader-Spieler. Kriegsspieler sind nicht meine... Okay. Aber du hast es schon ein bisschen gemerkt, woher das kommt. Oh. Hä? Das hat ja keinen Sinn ergeben, wenn du zwei Betten hast. Ja, aber du sagtest besser zwei Betten als ein Bett und keine Couch. Ja. Macht Sinn. Das macht Sinn. Besser, du hast zwei Betten als nur ein Bett und keine Couch, weil du dann, wenn du zwei Betten hast, ein Bett als Couch umfunktionieren kannst, also hast du eine Couch. Weißt du? Also ist das besser. Es ergibt wenig Sinn, aber es ergibt irgendwo schon ein bisschen Sinn. Mein Lieblingsbewohner in Animal Crossing ist Bienchen. Bienchen ist einfach süß. Bienchen war meine allererste Bewohnerin in Wild World damals. Lange her. Und seitdem meine Lieblingsbewohnerin. Weil sie auch einfach so süß ist. Eine Silberader, die nehmen wir doch mit. Oh, nur zweimal? Frechheit. Wo ist denn bitte der Minenschacht? Der will unbedingt eins auf die Rübe haben. Unbedingt. So wie du es formuliert hast, aber egal. Alles gut. Es ist abends. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Mein Hirn ist verwirrt. Also kommen nur verwirrte Wörter raus. Oh, Rescue Team, lass mich in Ruhe mit Twitch und Werbung, ey. Twitch und Werbung ist ganz schwierig. Wie die immer Werbung schalten, was die schalten, ist alles sehr schwierig. Also da können sie sich noch einiges von YouTube abschauen. Weil die machen das wirklich schon angepasst an die Vorlieben. Und ich habe teilweise auch bei Cozy Streams Werbung bekommen, die man eigentlich nur bekommen sollte, wenn man wirklich 18 ist. Wo ich mir denke, okay. Alles klar. Ich meine, Twitch, ja, ab 13. Trotzdem, Was arbeitest du neben dem Stream? Ich bin Cozy Gaming Content Creatorin. Ich bin selbstständig. Ich mache YouTube-Videos. Ich mache Kurzvideos für Instagram, TikTok und YouTube. Und Langformate auf YouTube. Und streame auf Twitch. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Und kann stolz drauf sein. Aber dennoch ist es Arbeit. Weil es ist sehr viel Büroarbeit. Heute wieder den ganzen Tag fast nur Mails beantwortet. Was teilweise echt anstrengend sein kann. Das ist aber cool, aber sicher, das kannst du. Oh, bin ich schon... Nee, warum ist sie so nebelig? Oh, praktisch. Warum ist es hier so nebelig gewesen? Oh, hier ist es besser. Hui, 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 hui.
wenn ich eins hasse, ist es einfach Mails beantworten, egal um was es sich handelt. Deswegen bin ich ja auch dieses Jahr auf der Suche nach einem Management, dem ich das so ein bisschen abgeben kann, diese Arbeit. Das wäre schon schön. Agnes, vielen, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei der Dodo Crew. Da waren viele uns, ja. Es könnte auch an meinem Hirn gelegen haben, dass ich es einfach falsch verstanden habe. Metra wird alles gut. Unsere beide Hirne sind heute nicht mehr ganz topfit. Ich glaube, das ist okay um die Uhrzeit auch. Ja, ist schon nach 8, ne? Alles gut. Wir haben schon den Abends-Senioren-Modus angemacht, okay? Das ist gut. Normalerweise steift man da schon. Gerne. Agnes, Hallöchen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ohne Büroarbeit geht heute nichts mehr. Nee, das ist halt wirklich so. Und das ist halt auch meistens... Ich meine, ja, in körperlicher Arbeit kann man das nicht vergleichen. Aber trotzdem ist so ein PC oder Bürojob, wo man den ganzen Tag auf den Bildschirm schaut, ich finde das eigentlich... Also wenn ich das beurteilen muss, draußen körperliche Arbeit zu machen, und ich habe körperliche Arbeit gemacht, Leute. Ich habe in Firmen gearbeitet, ich habe auch mit gefährlichen Stoffen gearbeitet, ich habe im Altersheim gearbeitet. Ich habe wirklich schon viel ausprobiert und gemacht. Ich habe als Verkäuferin gearbeitet, als Ferialjob, beziehungsweise als Wochenendjob. Ich habe echt viel durchgemacht, aber ich finde, wenn du einen ganzen Tag 8 Stunden auf dem PC guckst und Dinge schreibst und dich mit Kunden rumschlagen musst und telefonieren musst, ich finde das gleich anstrengend wie körperliche Arbeit. Weil teilweise so, als ich als Verkäuferin gearbeitet habe, da habe ich halt meine Gedanken gehabt und dann habe ich halt mir während dem Einräumen so kleine Denkaufgaben gegeben oder sonst irgendwas, wo die Zeit schneller verfliegt. Ach, ein Bürojob. Oh. Wenn es nicht gerade Cozy Games sind, die ich gerade spiele, sondern Mails beantworte. Es kann echt sehr ermüdend sein. Julia, bye bye. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Abend-Seniorenmodus, da bin ich dabei. Tee rüberreich. Oh ja, ich mache mir jetzt dann auch noch einen Tee später. Es ist genauso anstrengend, nur auf eine andere Weise. Genau, Junge, genau das meine ich. Und ich weiß, das verstehen ganz viele Menschen ganz falsch, wenn man das so sagt. Aber das ist, glaube ich, das Richtige, wenn man das so sagt. Es ist genauso anstrengend, nur auf eine andere Weise. Ja, das ist gut. Ich glaube, dass es dennoch sehr viele Menschen falsch verstehen könnten. Aber es ist definitiv nicht so gemein. Boah, okay. Ich dachte, das bringt mehr. Wir sind erst Level 23. Wo ist denn hier das Loch? Kann mir mal bitte jemand sagen, wo ich hier runter kann? Ich will Level 24 erreichen und Level 25, wenn es geht. Das wird sich nicht mehr ausgehen. Da brauche ich jetzt sehr viel Glück auf der Ebene. Warum habe ich mir nicht mehr Essen mitgenommen? Frage ich mich jedes Mal. Hm. Geht weg, geht weg, geht weg. So, komm. Lass mich in Ruhe. So. So, bitte immer richtig treffen. Oh, noch eine Wespe. Komm her! Zum Glück braucht man da keine Energie. Komm her! Oh, du blödes Vieh. Kann ich dir auch nicht helfen. Okay. Wie viel Glück! Kannst du schon Dynamit bauen? Ja, kann ich.
Oh, die Wespe kommt. Ah, ciao. Prost, Matt Rabbit. Prost. Ich hab's fast geschafft. Schreiben kann ich heute auch nicht mehr. Alles gut, Mona. Musst du nicht. Ich habe im Büro meine Ausbildung gemacht, vom 16. bis 21. Lebensjahr. Hat sich hingezogen. Wegen der Thrombose, die ich hatte. Oh, so jung. Auf Weiher. Deswegen im Krankenhaus. Ich würde nie wieder im Büro arbeiten wollen. Boah, Kacke. Boah, Thrombose schon so jung. Mist. Ich hatte auch damals in der Schule jemanden, der mit 14... Nee, das war was anderes. Nee, der hatte was anderes. Nein. Neuer Gegner. Und Katze. Eine Räuberkatze. Eine Räuberkatze einfach. Oh, die stiehlt mir wirklich Sachen, oder was? Eine kleine Räuberkatze. Na, sowas. Erleichtert die Suche nach dem blauen Ungemein. Ja, voll, voll, voll. Ich hatte auch letztens voll viel Dynamit mit. Keine Ahnung, warum ich das jetzt nicht gemacht habe. Aber jetzt sind wir Level 25. Nee, zwischen 30 und 40 gibt es keinen Zwischenstopp, ne? Es gibt noch einen bei 30. Ja. Ja, 30 und 40. Also bei 35 gibt es nichts. Das ist voll gemein. Keine Ahnung, warum die das gemacht haben, aber es ist voll gemein. Kirschli, tschüssi. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Genieß ihn. Oh, ein Schmetterling. Hinten. Und weg ist er. Mist, Sparschwein. Dekoration für zu Hause. Brauche ich nicht. Was ist das? Können getragen werden. Eine Mütze. Ja, nee. Ist mir zu viel Geld. Oh nein, Hanna, habe wahrscheinlich die Kortisonspritze nicht verdrängt. Das kann ganz gut sein, Hanna. Das kann sehr, sehr gut sein, dass du die nicht vertragen hast. Aber dann auf jeden Fall aufpassen, ne? Nicht, dass es noch schlimmer wird. So. Das nächste Erntedankfest ist erst nächstes Jahr. Logisch ist das erst nächstes Jahr. Ach, im Herbst. So, Leute. Seid ihr bereit für das morgige Fest? Seid ihr bereit? Teamarbeit. Das packen wir hier rein. Nee, seid ihr wirklich bereit, Leute? Und im Winter holen wir uns dann Kühe. So. Hat die Steintruhe... Hä? Die Steintruhe backt da jetzt so drin? Sollte das so sein? Oh nein. Ich glaube nicht, dass das so sein sollte. Egal. Ist halt so. Kann ich ja nichts für. Oder auch doch. Hätte es besser platzieren sollen. Egal. So. Alles weg, weil wir brauchen Platz für das morgige Fest. Aber das wird erst abends beginnen. Ach, schade. So, du wirst mal gestreichelt, mein lieber Nacho. Und dann gehen wir ins Bett. Einen Tag später und ich wäre nimmer. Oh, krass. Liefere zwei tierische Produkte. Oh, cool, ich habe ein Achievement. Oh, scheiße, Mona, das tut mir so leid. Das hört sich gar nicht gut an. Heute findet ein Fest statt. Ja. Habe ich meine ersten Mayonnaisen verkauft? Kann gut sein. Oh, ich kann auch mal ernten. Schön. Das ist ja toll. Auf eine ertragreiche Ernte. Oh, Basilikum ist auch reif. Ja, stimmt.
So, heute ist ja der letzte Herbsttag. Oh, Kürbis ist auch nochmal da. Ja, toll. Das ist ja mega. Besser hätte es nicht laufen können. Die letzte Ernte vor dem Winter. Oh, ich bin gespannt, wie es morgen hier draußen aussieht. Freue mich drauf. Okay. Ey, die Steintruhe ist mir jetzt, ja, zu wenig Platz. Krass. Dann packe ich mal die Auberginen raus. Obwohl, Auberginen habe ich nicht so viele. Basilikum kommt rein. Okay. Also es geht sich genau aus mit dem, was ich jetzt für Herbst aufheben möchte. Leider habe ich sehr wenig Reis aufgehoben. Aber ich glaube, da habe ich auch nicht sonderlich viel angebaut. So, und da legen wir ein paar Auberginis ein. So. Die Konfitüren? Ja, die verkaufe ich. So. Perfekt. Dann gucken wir mal, wann denn das Fest heute beginnt. Und zwar... Nein, warte. Hier. Nein, da. So. Gruseltag. Der Gruseltag beginnt ab 19 Uhr. In der Stadt. Okay. Ich muss mich aber auch noch kostümieren. Kann ich eigentlich hier die Spielgeschwindigkeit mal kurz nach oben stellen? Ja, kann ich, oder? Ich glaube, das geht. Mal kurz ein bisschen tricksen, damit es schneller vergeht. Lohnt sich ja die Ernte. Ja! Kuma, ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut. So, ihr Lieben, ihr seid hier drinnen auch geschützt. Es wird warm bleiben. Da könnt ihr euch freuen. Wohlig warm. Oh, ich glaube, der Ente geht's nicht so gut. Ich glaube, die ist schon wieder angepisst, weil jetzt Winter wird. Sieht okay aus. Nee, geht gut. Und Hannah? Geht auch gut. 18 Tage sind die jetzt schon alt, ne? Jetzt kommen sie ins Teenageralter. Die Musik ist anders, weil heute ein Fest ist. Toll. Tja, Mayonnaise. Irgendwie vergeht die Zeit trotzdem nicht schneller. Dann werde ich angeln. Angeln und mit dem Chat quatschen. Ich will aber sehen, wie die dekoriert haben. Aber ich darf es wahrscheinlich gar nicht sehen. Oder die dekorieren erst abends. Ein Goldfisch. Ja, guckt. Spooky Festival. Da darf ich nicht vorbei. Das ist so gemein. Wir angeln einfach, bis die Zeit vergeht. Es ist schon 9. Okay, es vergeht vielleicht ein bisschen schneller. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es doppelt so schnell vergeht. Leni, da wären wir wieder bei Bürojob. Excel-Tabellen sind echt nicht toll. Wenn man den ganzen Tag... Oh mein Gott. Blaurückenlachs. Wenn man den ganzen Tag Excel-Tabellen erstellen muss. Aber du machst es ja freiwillig. Freitag bekommen wir Zeugnisse. Schon wieder ein halbes Jahr rum, ne? Krass. Schon wieder ein Semester vorbei. Wie schnell das geht. Es war doch gerade erst November.
Also gerade erst Oktober, November. Vor allem, wenn das nichts mit dem Job zu tun hat. Oh. Boah, ich hätte den Fisch fast verloren, weil ich in den Chat geguckt habe. Chat, lenkt mich nicht ab. Das ist ein Stressfisch. Ein Stressfisch. Oh, das war knapp. Ein Lachs. Na klar ist das ein Stressfisch. So. Das ist ein Salzwasserfisch. Guck mal, in diesem Fluss fange ich Salzwasserfische. Dann Skiurlaub. Woo. Bitte pass auf dich auf, Lilly. Skifahren ist gefährlich. Bitte pass auf. Fahr vorsichtig. Wir können nichts dafür. Ja, ihr habt ja recht. Bin ja ich selber schuld. Ist ja wahr. So. Boah, jetzt habe ich schon richtig Hunger. Ich habe nämlich noch nichts Abend gegessen. Falterfisch, der ist neu. Nein? Hier, gespendet, gespendet. Nee, der ist neu. Gespendet? Das gibt's doch nicht. Nicht mal was zum Anbieten hier. Bei uns haben aber manche Lehrer aber irgendwie schon das zweite Halbjahr eingeleitet. Na toll. Muss das sein? Ja, die sagen dann immer, ja, aber das Sommersemester ist kürzer als das Wintersemester. Ja und? Und? Ist das mein Problem? Nein. Ja, ich glaube, Prost ist schon so oft eingelöst worden. Das kann man tatsächlich nur eine bestimmte Anzahl, weil normalerweise ich die Regel habe, nicht ganz so viel im Stream zu trinken, damit ich nicht ständig am Klo sitzen muss. Aber hier, Matt Rabbit, Prost. So, jetzt sind es nur mehr wenige Schlückchen. So, da geht gerade jemand in die Stadt richtig fies und ich kann nicht. So, ich will noch einen neuen Fisch. Irgendein... Nee, Langusten kennen wir doch auch schon. Irgendwas, was ich noch nie hatte. Ist das alles Salzwasser hier? Müsste ja so sein. Hm. Alles Salzwasser. Warum doppeltes Rufzeichen? Nee, muss es nicht. Und dem Erdkundelehrer sagt dann, dass wir für das zweite Halbjahr 40-minütige Präsentation machen sollen. Ja, was wünscht man sich denn noch so als Lehrer? Ich finde, ich hasse das. 40-minütige Präsentation. Das bedeutet, dieser Lehrer hat einfach keinen Bock, diese Stunde zu füllen. Also gibt er das ab an die Schüler. Weil du bist ja dann die ganze Unterrichtsstunde dabei zu reden. Also die ersten 5 Minuten sind sowieso nie was. Und die letzten, ja doch, aber wie lange dauert eine Unterrichtsstunde? 45, 50 Minuten, oder? Das heißt, es ist eh schon die komplette Zeit. Und dann gibt er das an, weiß ich nicht, wie viele Schüler aus. Vielleicht seid ihr auch in zu zweit oder zu dritt eingeteilt, aber es sind ja trotzdem dann mindestens 7, 8 Unterrichtseinheiten, wo die Schüler den ganzen Stoff machen. Das muss doch nicht sein. Reicht doch, wenn du 15 bis 20 Minuten redest. 45 Minuten. Ja, dann passt das ja mit 5 Minuten Vorbereitungszeit in der Unterrichtsstunde und 40 Minuten reden. Dann kannst du ja nicht mal mehr eine Diskussion führen danach. Vielleicht gehört das schon zur Präsentation. Aber trotzdem, da, ja,
Ihr wisst, was ich meine. Ich finde es nicht richtig. Also ich wäre ja fast Lehrer geworden. Ich hätte ja fast Lehramt studiert. Aber ich hätte das niemals so gemacht. Ja, wie Seminare an der Uni, ja. Ist ähnlich, ja. Eieiei. Jetzt sind wir schon wieder beim Schulthema, ne? Das macht mich einfach... Das macht mich... grantig! Das ärgert mich einfach. Oh, sorry, Fisch. So, Leute, guckt mal, es ist 17.10 Uhr. Wir können jetzt gleich aufs Halloween-Fest gehen und da unsere ganze Kohle verprassen und hoffentlich mit Surya ins Gruselhaus gehen. Ich freue mich jetzt da richtig drauf, weil die Feste in Coral Island sind schön. Und da habe ich jetzt richtig Bock drauf. So. Oh, guckt mal, jetzt haben wir noch einen neuen Fisch gefangen. Oder auch nicht neu? Das gibt's doch nicht. Ist auch nicht neu? Nee, der ist neu. Okay. Guckt, neue Fischis. So, die kommen hier alle rein. So, ihr werdet hier rein verstaut. Perfekt. Und ich gehe jetzt auf das Fest. Auf das habe ich mich jetzt gefreut. Ich musste mal eine Unterrichtsstunde übernehmen. Zu Ende hin in meiner Ausbildung. Ist doch nicht so schlimm verlaufen, wie ich gedacht hätte. Aber eine Unterrichtsstunde, hallo. Was fällt denen ein? Ja. So, da haben wir noch eine Herbstblume. Das sind ja die letzten heute. Oh, da sind auch noch ein paar. Guck, die nehmen wir alle noch mit. Was ist denn mit den Kätzchen? Die schreien alle voll. Habt ihr nichts zu essen bekommen? Peanut? Ist heute flauschig. Naja, dann. Butter? Glücklich. Wenn Butter glücklich ist, muss man unweigerlich lächeln. Das ist schön. So, jetzt aber, Leute. Ab zum Fest. Wuhu! Große Festbeginn! Ja! Ich bin gespannt, denn bis jetzt konnte ich das Geisterhaus noch nicht betreten. Oh! Oh, unser Shop-Verkäufer ist ein Geist. Oh, da war ich beim Erntedankfest voll schlecht. Oh, das ist das Gruselhaus. Mm, okay, okay. Oh, so schön, wie das dekoriert ist. Ich lieb's. Ich lieb's, ich lieb's, ich lieb's. Hallo Leute! Na, Pablo, ich hab mir gedacht, ich verkleide mich heute ein bisschen und gebe der Sache etwas Pep. Wo? Wo ist deine Verkleidung? Ich kann nicht als Schmied kommen, oder? Das wäre so langweilig. Hä? Oh, ich finde den Kessel so cool. Warum bist du so fotografiert, Lea? Man kann sich ein bisschen schwer bewegen in diesem Kostüm, aber manchmal muss man für die Mode Opfer bringen. Okay, ich habe jetzt noch niemanden gesehen, der sich verkleidet hat. Wir geben jetzt erstmal Geld aus. Bonk das Skelett starten. Nein. Übung? Nein. Achso, das ist ein Minispiel. Das machen wir gleich. Hallo Surya, einige der Geister im Geisterhaus machen mir echt Angst. Und ich fürchte mich nicht so leicht. Wieso kann ich nicht mit ihm hingehen? Oh, guck mal, die Skelette, die hier Musik machen. Ich muss mal alles erkunden, bevor ich irgendwas anfange. Ich kann nicht anders. Ich mache mir einfach Sorgen, dass jemand vielleicht zu viel Angst bekommt auf dem Fest. Oh nein! Was, wenn die gruseligen Überraschungen zu viel sind für das Herz von jemandem? Oh nein, sie ist voll süß. Ah, wie er rumläuft! Ich lieb's! Ah, wie er rumläuft! Er ist Frankenstein. Das Geisterhaus war so gruselig, aber ich hab's geschafft. Mama hat gesagt, dass ich mutig war. Süß. Wie groß das hier alles ist. Die Riesen sind heute da. Der Winter hält langsam Einzug, Goom. Es ist eine tolle Zeit für ruhige Wanderungen im Schnee. Ey, die Riesen sind da. Willst du mit dem Ogo-Fest beginnen? Nein! Das ist dann das Hauptfest, oder wie?
Oh, da ist ein Auge. Ich habe ein Auge gefunden. You found a scavenger hunt item. Wie cool! Lesen Saltan, ja, das ist normal. Ey, Frank, hallo. Ich habe mich als Frank, der Barmann, verkleidet. Was hältst du davon? Sehr unkreativ. Oh. Habt ihr das gesehen? Da war ein Geist. Da war ein Geist. Da ist noch so ein Item. Was mache ich denn mit dem? Toll, die Kostüme alle zu sehen. Okay, die sind als Taco-Lieferanten verkleidet, aber das ist sie ja in echt auch. Ist echt... In echt ist es viel langweiliger. Was? Also das ist das Haunted House, das ist das Geisterhaus. Paul hat einfach die Ruhe weg, vor allem bei gruseligen Dingen. Als wir vorhin durch das Geisterhaus gegangen sind, hat er über die Requisiten geredet und nicht lauthals geschrien. Also ich habe vor gar nichts Angst. Das kam aber mit der Zeit. Sarah, wie ich erstmals ein paar Leute zugesehen habe, die es gemacht haben, habe ich mir gedacht, es wäre doof. Aber jetzt habe ich es selbst versucht und beschlossen, dass Apfelschnappen richtig lustig ist. Das haben wir beim Erntedankfest gemacht. Ich mochte es nicht. Okay, hier ist auch alles voll cool gemacht. Guck mal. So schön. Wie auch das Laub hier leuchtet. Cool. Okay, hier ist noch eins. Was sehen meine Augen da? Oh mein Gott, ist das gruselig. Jim, bei diesem Fest könnte es um etwas Tiefgründigeres gehen, wie das Gedenken an unsere verstorbenen Lieben. Nun haben wir nur Leute, die ein dummes, leeres Haus gehen. Ja, aber das ist doch der Sinn. Also bei uns hier ist es der Sinn, dass man an die denkt. Beziehungsweise ich denke, es ist ja auch so Halloween, die Feier an sich. Da verkleidet man sich, weil ja die Geister zurückkommen auf die Welt, oder? Und damit man da nicht raussticht als Mensch und Geist, verkleidet man sich? War das nicht so irgendwie? Keine Ahnung. Ringwerfen starten, ja. Wir machen alles. Okay. Zielen und werfen. Okay, ich muss bei 30 hier. Oh mein Gott. Ei. Okay, ich hätte üben sollen. So. Oh Mist, das ist voll schwer. Oh nein. Das ist ja richtig schwer. Ja, das treffe ich auch nicht. Ist ja voll schwer. Mann! Wenigstens ein. Zählt der? Ja, der hat gezählt. Ja, ich bin der Schlechteste, alles klar. Wir machen nochmal. Wir machen nochmal. Ringwerfen starten. Okay, wir nehmen den hier. So. Ei! Ja! Ach so, die sind dann weg. Mist. Oh mein Gott, ja! Wie gut ich bin!
Ah, das kann zu wenig sein. Mist! Ah, nein, das war zu viel. Nein! Oh nee, es hat gezählt! Ja! Ich bin voll der Chief, ey. Champion! Ich bin ein Champion! Whoop! Hey, richtig coole Sachen bekommen. Ich habe einfach gewonnen. So, wo ist mein Applaus? Verstehe ich gar nicht. Chat? Chat hat Delay. Chat braucht noch. Okay, jetzt kommt's schon langsam. Okay, hier geht's nicht weiter. Dann gehe ich trotzdem noch mal kurz ein bisschen hoch. Aber da geht's auch nicht durch, oder? Nee, da geht's nicht durch. Okay, 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 okay. Dann gehen wir wieder zum Hauptplatz runter, machen das Minispiel. Ach, da ist auch so ein Geist. Guck mal. Was ist denn das? Der Ring ist ja cool. Was kann der? Lässt ein kleines Licht im Umkreis des Spielers erstrahlen. Cool für die Mine. Obwohl die eigentlich eh immer beleuchtet ist. Jetzt modeln die hier. Voll süß. Überall, wo die Foto... Leonie, danke. Das war aber sehr laut. Und ich stretche mich. Danke, danke, danke. Ach so. Oh, knackt alles. So. Ich mache das Spiel. Ich bin da sehr schlecht drin. Hä? Ach so, Mann. Ja. Was? Den darf ich nicht? Okay. Oje, ich bin so schlecht. Nein! Okay, ich muss beim ersten Mal halt auch immer mal begreifen, wie was funktioniert, ne? Warum kriege ich mehrere Runden? Warum ändern die Farbe? Bin sehr verwirrt. Nochmal? Drei Runden. Oh, nein! Der ist so gemein. Ich muss auf die gelben gehen, aber die bleiben halt nur so kurz. Echt Kohle? Wow. Ja, okay. Das ist nicht mein Spiel. Das mache ich aber auch nicht mal noch. Also nicht nochmal. Agnes, hi! Das mache ich nicht nochmal. Das ist nicht mein Spiel. Oh, da ist eine Truhe. Ach so, generell. Ach, da war ich noch gar nicht. Da ist noch so ein Ding. Was machen die? Nein! Bitte nicht. Die Kollegin hier sieht auch gruselig aus. Du hast versucht, die Truhe zu öffnen, aber nichts ist passiert. Okay. Frank hat sich als er selber verkleidet. Es ist so langweilig. Und du? Wo ist denn die Stelle, wo ich was kaufen kann? Steht hier nicht. Da kam ich nicht hin. Es gibt ja bei jedem Fest eine Stelle, wo ich was kaufen kann.
Hier, Shop. Einkauf. Ja. Die Vogelscheuche ist gruselig. Die ist noch gruseliger. Pflastersteinweg, gruselige grüne Wand. Hübsche Geisterdeko. Kürbislampe, Kürbisschichtlampe. Mann, das ist das teuer, ey. Mal realistisch gesehen, was könnte ich brauchen? Eigentlich gar nichts. Schau auf die Karte, da wird angezeigt, wie viele Augen du gefunden hast. Okay. Ich glaube, ich werde mir eine große Lampe mitnehmen, weil Licht ist immer cool. Oh, da ist ein Geist. Wo wird das angezeigt? Was ist, Leonie? Warum? Warum findest du es jetzt nicht mehr lustig? Elli, ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Schön, dass du so lange dabei warst. So. Wo war nochmal ein Minispiel? Oh, ich bin so verwirrt. War das hier? Nee. Die Festivalkarte, die immer unten rechts ist. Hä? Ich habe nur nie eine Festivalkarte gesehen. Die kannst du doch immer mit dem rechten Stick öffnen. Was? Nein. Ich kann nur die Map öffnen. Nein, Leonie, ich habe nur deine Nachricht spät gesehen. Also, wenn ich reindrücke in den rechten Stick, kommt gar nichts. So, ich möchte in das Haunted House. Kann ich nicht. Red mal mit denen. Emma ist bei solchen Sachen wirklich gut. Ich schätze, das muss sie auch, wenn der Imbisswagen bis Mitternacht offen hat. Ja, ja. Ja, ich glaube, das ist ein Bug. Ich hatte das wirklich noch nie. Es wäre cool, ich hätte gern so eine Map für die Feste, weil ich bin eh immer so verwirrt, was da so abgeht. Aber ich glaube, ich kann das jetzt starten. Also ich kann das Hauptfest starten. Bei dir hängt gerade alles, oh weia. So. Ogo-Ogo-Fest. Vielleicht habe ich was verpasst, vielleicht auch nicht. Kann sein. Aber ich hoffe, dass die bald die Maps nachpatchen. Na, süß! Die Parade, voll cute. Die Kinder tragen das und tanzen. Das ist 20:49, Leonie. Oder besser wäre es, wenn ich dir die Spieluhrzeit sage, aber die ist beim Fest gerade nicht an. Ihr seid Cuties. Ich stehe auch dabei und applaudiere. Oh, sogar Feuerwerk? Wow.
Ey, Touristen müssen doch diese Stadt lieben. Es ist so schön hier. Okay, das war nicht das Hauptfest. Jetzt bräuchte ich halt wirklich, wirklich, wirklich eine Map, weil ich kenne mich nicht aus. Kann ich hier nicht rein? Ich dachte, das wäre das Haunted House. Bei ihm? Das war das Hauptfest. Okay, Tina, danke. Danke, danke, danke. Ich will nämlich nichts verpassen. So. Hat bereits begonnen. Okay, ja. Sehr gut. So, ja, kann ich nicht mehr anreden. Hast du Lust auf ein Bonk-Skelettspiel, Dodo? Ja, ich mach's noch einmal, okay? Ich mach's noch einmal. Und probiere ein bisschen besser zu sein und auf die Gelben zu achten. Aber die sind halt so schnell weg. Und dann trifft er nicht! Mann. Was ist die Steuerung auch gemein? Ey, Terrorbrise, ich dachte, du schaust heute gar nicht mehr vorbei. Komm schon, so. Hau drauf. Nein! Oh, jetzt war ich froh, dass er nicht draufgehauen hat. Nein! Nein, ich wollte Gelb noch erwischen. Sowas ärgert mich. So ein Spiel ist einfach zu stressig für mich. Ja, wieder Dritte. Das habe ich ja vorhin auch geschafft. Aber ich habe jetzt doch mehr getroffen, oder? Ach Mann, ich lasse das. Das ist nicht mein Spiel. Wir lassen das. So, es war schön mit euch. Vielen Dank für das Fest. Schade, dass man sich nicht verkleiden kann. Das hätte ich mir schon irgendwie gewünscht. Aber ansonsten sehr, sehr schön. So. Gutes Nächtle. Geh zu Bett. So, wir haben Leistungspunkte. Besuch des Gusertagfest, Minispielring werfen. Sehr gut, 100 Punkte bekommen. Wir können Fässchen und Sprinkler 2 machen. Sehr cool. Richtig Fortschritt gemacht. Es ist Winter. Sehen wir mal, ob es die richtige Entscheidung war, wieder hierher zu ziehen. Hallo Nina. Oh, wir müssen Nina kennenlernen, Leute. Ah, Nacho. Nacho wird erstmal gestreichelt. Und jetzt raus in den Schnee, Leute, raus in den Schnee. Wow. Okay, das ist alles kaputt. War klar? Oh, hübsch, 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 hübsch. Die Winterdeko. Oh mein Gott, ja. Oh, ich liebe es. Oh. Ich liebe es. Wow. Oh, hier macht Winter Spaß. Hier macht Winter Spaß. Ach, schön, herrlich. Ich lieb's. So. Die Ogo-Ogo-Parade war eindeutig der Höhepunkt. Valentina hat das Ganze großartig gemacht. Oh, süß. Ich wünschte, sie würden diese Skelette verkaufen. Sie würden so gut in die Taverne passen. Okay.
Ah, guck mal, das nächste Festival ist jetzt das Winter Fair Festival vom 17. bis zum 21. Oh, ich liebe die Deko, es ist so schön. Ach, diese Liebe zum Detail. Da merkt man wirklich, den Entwicklern liegt dieses Spiel am Herzen. Ich habe gehört, dass ein echter Geist gesichtet wurde. Wahrscheinlich ist das nur ein Gerücht, aber trotzdem ist es gruselig. Ich habe 3 gesehen, mindestens. So, ich gucke jetzt nochmal zu Suya. Ich will wissen, was er anhat, weil die ändern ja auch immer ihre Kleidung und die haben natürlich noch nicht offen. Na gut. Egal. Gut. Aber Leute, es tut mir leid, ich muss jetzt wirklich sagen, das ist der Schluss von diesem Stream. An meine lieben YouTube-Zuschauer, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Es war ein sehr, sehr langes Video von Coral Island. Über 3,5 Stunden. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich auf Twitch oder hier beim nächsten Video. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen und ein Abo wird mich sehr, sehr unterstützen und sehr, sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!